Ja, huhu, hier wieder beim Quadi und zu einer neuen Runde Vampire the Masquerade V5, Blood and Sand. Und heute mit dabei wieder unsere übliche Vampir-Truppe. Nämlich, wen haben wir denn da alles? Wir haben Dr. Angela gespielt von Lilio. Hallöchen. Und wir haben Kako, der spielt Bruce. Guten Abend. Wir haben Feramin, die spielt Samantha. Hallo. Und Araiguma ist auch wieder da, der spielt heute Isaiah. Guten Abend. Ja. Kurzer Disclaimer, wie immer vorneweg. Wir spielen in der Welt der Dunkelheit, der World of Darkness. Und Vampire the Masquerade ist von sich aus ein Spiel, das sich mit düsteren Thematiken befasst. Meine Spieler und ich spielen Charaktere, die böse Dinge tun könnten und auch wahrscheinlich tun werden. Und falls euch irgendetwas davon persönlich angeht oder so, was wir hier bespielen, dann schaltet doch einfach aus oder so. Zwingt euch keiner, das Ding hier zu gucken. Besser man passt ein bisschen so auf sich auf. Und denkt dran, wir spielen hier Charaktere und das, was wir tun hier, sind nicht wir selber. Na, hoffe ich. So, alle sind ganz nett eigentlich, außer mir. So, ja. Wir befinden uns immer noch in der Stadt, die keinen Namen hat. Ich schaue gerade mal in unser hervorragend geführtes Google Doc. Um einmal zu schauen. Wie immer ein Fleißbienchen-Kärtchen weiter für Feramin. Ich muss mal irgendwann muss mal gucken, wofür du die einlösen kannst. Für irgendwas. Vielleicht hat der Chat ja einen Vorschlag, für was man Fleißbienchen-Kärtchen einlösen könnte. Vielleicht fürs Prinzenamt oder sowas. Ja. Befinden uns in Time. Am 24.10.2018 und wie gesagt, in der Stadt, die keinen Namen hat, in Texas, an der Grenze zu Mexiko, mitten in der Wüste, einer Kleinstadt. Und die Vampire sind relativ neu in der Stadt, ein paar Tage gerade, die meisten zumindest. Und in der Stadt sind gerade Bürgermeisterwahlen und unsere Vampire haben auch den Auftrag bekommen, die Bürgermeisterwahlen ein bisschen zu beeinflussen zugunsten des amtierenden Bürgermeisters, der ja gerade in den Umfragewerten nicht besonders gut dasteht. Und zusätzlich passieren auch noch andere komische Dinge, denn anscheinend ist die zweite Inquisition oder so etwas in der Stadt. Und hat den Sire von Bruce, bevor Bruce Vampir geworden ist, gefangen gehalten. Und anscheinend ist es so, dass die Vampire der Stadt, die Camarilla, die gute Anna, den Sire von Bruce an die zweite Inquisition ausgeliefert hat. Einen Deal wahrscheinlich gemacht hat. Was genau da passiert ist, weiß man nicht. Und der Prinz der Stadt, der gute Iddo, ist außerdem verschwunden. Es gehen Gerüchte um, er wäre dem Ruf gefolgt, wie so viele andere ältere Vampire. Und er wird nach Generationen gefragt. Generationen sind in der V5 irgendwie so, interessiert kein Schwein. Das, was in der V5 interessiert, sind Blutpotenzi und Alter. Generation ist, interessiert kein Schwein. So, aber das nur nebenbei. Ja, also der gute Iddo ist, verschwunden und hat ein Machtvakuum hinterlassen. Anscheinend führt eine Tremere namens Victoria die Angelegenheiten der Camarilla, zumindest ist sie den unseren Vampiren dementsprechend aufgetreten. Und ein weiterer Tremere ist in der Stadt, nämlich Mr. Pranava, der sich Bruces Fähigkeiten als, wie nennt man das, Bruce? Fahrer? Ich umschreibe es jetzt mal als wohlwissend als Fahrer. Ja, nett gemeint bin ich der Fahrer, ja. Ja.
Andere würden vielleicht andere Sachen sagen. Aber ja, gesichert hat und mit Bruce immer durch die Häuser zieht, also um die Häuser zieht, um zu finanzieren, dass Bruce ein neues Haus oder eine große Wohnung bekommt. Ja, und Samantha ist mit ihrem Klüngel in die Stadt gereist, mit Andrew und dem Dicken und John. Dr. Angela ist von ihrem Sire in die Stadt gebracht worden und auch verlassen worden, wobei wir in der letzten Folge gelernt haben, dass ihr Sire gar nicht genau weg ist, sondern sich einfach nur mit einer anderen Frau in der Stadt herumtreibt. Und Isaiah ist strafversetzt worden von seiner Chefin in die Stadt. Und beim letzten Mal haben wir außerdem noch einen Nosferatu kennengelernt, der die Gruppe hier beobachtet, auf Geheiß des Sheriffs hin, und aber auch seine eigenen Interessen irgendwie verfolgt und das mit der zweiten Inquisition in der Stadt auch ganz eigenartig findet. Und ihr habt herausgefunden beim letzten Mal, dass Andrew wohl etwas mehr über die Stadt weiß, als er bisher erzählt hat. Nämlich, er hat behauptet, dass man die Stadt als Vampir nicht ohne weiteres verlassen kann. Und dass es doch wohl seinen Grund haben müsse, dass die Stadt auf keiner Landkarte zu finden ist, dass keine Flüchtlinge über die mexikanische Grenze hier landen, obwohl es direkt an der Grenze gelegen ist, und dass die Stadt keinen Namen hat. Ja. Und Dr. Angela hat sich endlich dem Klüngel von Samantha angeschlossen, nachdem man sie ein weiteres Mal gefragt hat. Die letzte Szene war leider wieder, dass Andrew Samantha wieder vom Klüngel ausgeschlossen, also nicht wirklich ausgeschlossen hat, sondern wieder falsch gezählt hat. Nachdem Dr. Angela dann beigetreten ist, sagt er, jetzt sind wir endlich zu viert, dabei sind sie eigentlich zu fünft. Ja, und das ist nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Ja, und zusätzlich haben wir noch ein weiteres Problem, denn Samantha hat einen Stalker, der sie verfolgt und Fotos von ihr macht. John sollte sich darum kümmern. Und dann gucken wir mal, ob der das geschafft hat. Ja, soweit, so gut. Viel Gerede am Anfang. Habt ihr noch irgendwas zu ergänzen, was euch wichtig ist? Drum kümmern bedeutet in den Bus setzen, nicht töten, um das nochmal klar zu machen. Ja. Den Auftrag hat er so bekommen, was er dann macht. John ist John, ne? Ja. Ja, aber uns alle interessiert natürlich, noch viel mehr interessiert uns alle, was denn Isaiah in der Zeit gemacht hat, als die ganze Sache in der letzten Folge passiert ist. Und wir spulen die Zeit also ein klein bisschen zurück und befinden uns wieder im Büro von Isaiah. Dr. Angela ist gerade wütend die Tür herausgestürmt, hat den Postboten angefaucht und die Kamera im hohen Bogen fast an Isaiahs Kopf geworfen. Und langsam löst sich so die Versammlung im Büro auf. Und einer nach dem anderen verschwindet. Und Isaiah steht mit dem Paket, mit der komischen Kamera, die ein bisschen rasselt. Aber anscheinend hier nicht kaputt ist. Ne? Du schaust ein bisschen. Ich glaube, wir haben beim letzten Mal auch nachgeguckt, ob sie kaputt ist. Sie war nicht kaputt. Als das Telefon klingelt. Hallo? Also, ich gehe natürlich ans Telefon. Ja, du gehst nicht ans Telefon. Gehe natürlich ans natürlich Telefon. Natürlich gehst du ans Telefon. Ja, habe ich auch nicht anders erwartet, ja. Das ist ja, auf der anderen Seite meldet sich eine männliche, leicht junge Stimme, also jetzt keine Teenager-Stimme, sondern junge, also keine alte, raureif Stimme, und meint, Mr. Isaiah, Mr. Jetzt habe ich deinen Nachnamen vergessen, wie hieß Williams. Mr. Williams, genau. Ja, Mr. Williams, wir haben ein Treffen für Sie vereinbart. Ich höre.
Ich schicke Ihnen eine Nachricht auf Ihren Computer mit den genauen Treffpunktdaten, wenn es Ihnen recht ist. Wie immer. Vielen Dank. Ich werde da sein. Ich wünsche noch einen hervorragenden Resttag. Nacht. Und lege auf. Legst auf, ja. Schaust dann wahrscheinlich sofort in deinem E-Mail-Konto nach. Absolut. Und bekommst eine mehrfach verschlüsselte E-Mail, wie du schon öfters mal bekommen hast, nämlich von deinem Sire. Ja, schön. Enthalten nicht viel mehr als Koordinaten. Ist das in der Nähe oder? Das ist etwas aus der Stadt raus in der Wüste quasi gelegen. Ja, super. Wo kriege ich jetzt einen geländefähigen Wagen her? Sind die anderen noch da oder haben die sich schon verdünnisiert? Sind alle schon so ihre Wege gelaufen. Okay. Ist denn das Telefon klingelt, ist dann Anna auch rausgelaufen. Ich gucke mich so einen Moment um, so verdammt nochmal. Egal, das ist wichtiger. Schreib mir das auf den Notizzettel, knülle den zusammen und stopfe den so in eine Brusttasche. Ja. Und dann hast du eine Nachricht für die anderen, dass du eben weg musst. Ich schreibe quasi auf den zweiten Zettel. Ich bin morgen Abend wieder da. Ja. Ich glaube, in der Nachricht stand irgendwie, ich hab wichtige Dinge zu tun. So hatten wir es beim letzten Mal irgendwie kommuniziert. Ja. Ja, und machst dich auf dem Weg nach draußen, um ein Taxi oder sonst irgendwas zu finden? Ich versuche einen Leihwagen zu finden, einen, der auch Offroad-tauglich ist, denn das scheint ja, oder das, ja, ich guck mal auf Google Maps, so. Es liegt halt an der Straße, also nicht an der Straße. Ja. Ich möchte trotzdem nicht mit dem Taxi dahin fahren. Muss keiner wissen, was ich da zu tun habe. Mhm. Fahr mit einem Leihwagen, wenn möglich. Gut. Ja, soll dir gelingen. Du findest einen Namen. Ein Auto. Mhm. Und machst dich auf den Weg. Und es dauert, du musst einmal quer durch die Stadt und dann raus in die Wüste. Fährst dann noch irgendwie so eine Viertelstunde in die Wüste hinein. Mhm. Und dann sieht man schon am Horizont das Licht von Autos. Da stehen irgendwie zwei Geländewagen mit angelassenen Scheinwerfern am Rand der Straße stehen. Okay. Neben den Autos ist das große Ortsschild von dieser Stadt. Okay, ja, ich fahre quasi bis zu dem Ortsschild und steige aus. Mhm. Ja, steigst aus und auf der anderen Seite stehen mehrere Gestalten neben den Autos, alle in feinen Anzügen beziehungsweise Kostümen gekleidet und ist tatsächlich nicht dein Sire dabei. Die geht auch nicht selber. Ja, sondern mehrere Leute, die du auch kennst aus deiner Firma quasi. Ich sag mal Firma, kann man das so ältere nennen? Ältere Brüder und Schwestern. Ältere Brüder und Schwestern, ja. Wobei du keinen davon, du kennst zwei davon nicht. Einer davon kennst du als Vampir und dann die Rest weißt du, dass das Ghule sind. Mhm. Also sind mehrere Leute. Und sie stehen da und warten, dass du aussteigst und du näherst dich halt. Genau. Ich heb so grüßend die Hand und hebt auch kurz. Ich komme aber gemessenen Schrittes, komme ich quasi bis zu dem Straßenschild vor. Mhm. Stehe quasi vor dem. Guten Abend. Ja, man kommt dir entgegen. Die beiden Vampire, die du kennst, bleiben zurück. Mhm. Ghule kommen vor. Herr Williams, wir haben Ihren Bericht mit Interesse gelesen. Soll ich ausrichten? Wundervoll. Allerdings auch besorgniserregend. Warum? Ich meine, es gibt doch keine Probleme. Ich,
die Arbeit geht gut voran. Und ich sage ganz ehrlich, wir sind hier, wir arbeiten hier mit einer zeitkritischen Sache. Und während ich natürlich gerne diesem Treffen beiwohne, denke ich, dass meine Kapazitäten anderswo mehr benötigt werden. Das sieht die Chefin anders. Bitte entrichten Sie Miss Noble meine zutiefst empfundenen Grüße, wenn Sie sie wiedersehen. Was ist das Problem? Nun, das Problem ist, dass wir über diese Stadt zu wenig wussten, als wir sie losgeschickt haben. Nun ja, wir hatten lange nichts mehr gehört von der Kamarilla her. Deshalb bin ich ja hier, um quasi zu reetablieren, was hier vor sich geht. Was ist Ihre Meinung von der Kamarilla vor Ort? Es ist ein einziges Chaos. Ich habe die erste Woche niemanden gesehen. Jetzt soll der Prinz angeblich fort sein. Welchem Clan gehört der Prinz an? Meiner Erinnerung nach weiß ich, was Ido für einen Clan angehört hat? Toreador. Meiner Erinnerung nach war er Toreador. Das habe ich in Erfahrung gebracht. Wie steht es um Clans, Brüder und Schwestern in der Stadt? Ventru? Wir haben mindestens einen Ventru, einen Primogen. Andere habe ich... Es gibt jemanden, der neu eingereist ist. John. Arschloch. Aber ein... John wie? Zumindest John Doe. Ich gehe fest davon aus, dass das nicht sein richtiger Runzelt Name ist. Runzelt die Stirn. Ja. Ich habe bisher noch nichts weiter über ihn in Erfahrung bringen können. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war nicht meine Mach kurz Priorität. So eine winkende Bewegung. Man sieht, dass die Leute hinter dir so ein Tablet rausholen und irgendwie anfangen. Tatsächlich ist eine erstaunliche Präsenz von Toreador in der Stadt. Zwei Neuankömmlinge sind ebenfalls Toreador, Sam und Andrew. Und außerdem weitere, es gibt mindestens noch einen Toreador Primogen in der Stadt. Ich habe wirklich Schwierigkeiten abzuschätzen, welche Anzahl von Vampiren es in dieser Stadt gibt. Ich habe bisher selber 8 oder 9 getroffen und sie sind... Es gibt kein Treffen, kein Gerichts, keine Audienzen. Es ist alles ein riesiges Chaos. Im Moment scheint Mrs. Guerrero vor allen Dingen die Stadt in Abwesenheit von dem Prinzen zu leiten. Aber wie es scheint, arbeitet alles darauf hin, dass demnächst ein neuer Prinz das Amt antreten soll. Außerdem haben wir besorgniserregende Neuigkeiten darüber, dass angeblich der frühere Prinz mit der zweiten Inquisition kooperiert haben soll. Das, denke ich, sollte uns vor allen Dingen Anlass zur Sorge geben. Wenn sich herausstellt, dass andere Kainskinder zu den Verschwörern gehört haben, werden wir nicht umhin kommen, diese auszulöschen. Die Kooperation... Fackt sich so kurz ans Ohr, hat der so einen Stöpsel im Ohr. Das sehen wir genauso. Ich freue mich, dass Miss Noble eine Einschätzung teilt. Ich sage Ihnen, so wie ich die Sache sehe, ist diese Stadt reif für ein Umkrempeln. Ich denke, dass es möglich ist, dass wir hier eine breite Machtbasis aufbauen können. Allerdings wird das Zeit kosten. Viel Zeit. Denn im Moment die Chefin ist äußerst interessiert an dieser Stadt. Sie soll ihr gehören. Arbeiten Sie dafür, dass es funktioniert. Und jetzt kommen wir zur beunruhigenden Nachricht für Sie, Mr. Williams. Bitte, ich höre. Es wird keine Unterstützung geben. Also er versucht sich, man sieht halt so, ne? Gibt diesen Smash-Cut auf ihn und es ist so dieses... Fuck. Was soll das heißen, keine Unterstützung? Sie können nicht damit rechnen, dass jemand kommt und Ihnen hilft. Ich ziehe ja schon seit einer Woche
quasi allein den Karren aus dem Brick. Ich muss irgendwelche dahergelaufenen Bauerntölpel davon überzeugen, meine Sache zu vertreten. Ich muss mich aufführen wie der letzte Halodri, wie ein netter Kerl, um ein bisschen auf die gute Seite von irgendwelchen komischen... Ich brauche kompetente Mitarbeiter. Kommen Sie her, Mr. Williams. Reichte sie die Hand. Ja, ich gehe auf ihn. Ich ignoriere die Hand, gehe an ihm vorbei. Ja, du läufst auf ihn zu und auf der Höhe des der Höhe des Ortsschildes läufst du gegen eine unsichtbare Wand. Und zwar nicht einfach nur so Pong, sondern du läufst dann nach vorne, nichts erwarten, dass da was ist, und dann spürst du erst ein leichtes Kribbeln auf der Haut, dann machst du den nächsten Schritt nach vorne, dann wird das Kribbeln intensiver, stärker, noch stärker, dann fängt deine Haut an, Blasen zu werfen. Oh. Dann machst du den nächsten Schritt und dann kommt der unsägliche Schmerz, der durch deinen Körper fährt. Mach mal einen Frenzy-Test. Oh, oh, schön. Was für ein Frenzy ist das? Terror-Frenzy. Ja. Mhm. Lass mich ganz kurz gucken, wie ich den resiste. Mit Willpower, das heißt, dein Willpower plus ein Drittel deiner Humanität. Willpower plus ein Drittel meiner Humanität. Willpower. Ich habe zwei ausgegebene Willpower, die zähle ich aber nicht dazu, ne? Lass es wieder voll. Mhm. Achso, okay, ja. Alles klar. Gebe ich dir. Das ist sehr nett. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So bin ich. Und ein Drittel meiner Humanität, was noch dann zwei sind. Mhm. Roll 8d10 über 6. Also die Willpower nehme ich komplett, ne? Ja. Okay. 3 Erfolge. 3 Erfolge, ja. Dann reicht das, um dem Tier nicht sofort Platz zu lassen, dass es dich rettet. Und du kannst willentlich eine Gegenmaßnahme ergreifen. Das ist schön. Meine Gegenmaßnahme ist nicht weiterzugehen, sondern zurückzuprallen und meine blasenüberdeckte Hand zu gucken und zu sagen, was zum... Was ist das? Kannst dir mal einen Schaden aufschreiben. Ja, schön. Einen aggraved Schaden, also den schweren Schaden, also ein aggravated. X. Mhm. Ja. Ich glaube, ich habe noch 3 aggravated von meiner kleinen, von meinem Kontaktspiel mit den anderen. Ja, wenn du sie noch nicht geheilt hast, hast du jetzt die Möglichkeit, das ja auch zu heilen. So. Ja, ich werde das gleich mal in Angriff nehmen. Ja. Ja. Nach der Szene, denke ich. Mhm. Ja, und der Ghoul lächelt, zieht dann seine Hand wieder ein. Mhm. Deswegen. Wie weit steht er weg von mir jetzt noch so? Ja, 2 Armlängen oder so. Okay, verdammt. Ich wollte ihn gerne eine schallern, aber gut, dann halt nicht. Verdammt. Was ist mit euch? Ein paar von euch könnten mir hier gut zur Seite stehen. Wir werden woanders gebraucht. Ja. Passiert das nur mir? Oder ist das hier so ein generelles Ding? Nach unseren Informationen betrifft es jeden. Das würde bedeuten, dass Edo gar nicht raus ist aus der Stadt. Die Annahme war ja, dass er den Ruf hört und deshalb die Stadt verlassen hat. Das wäre eine Sache, die zu klären ist. Das wäre ein Problem. Okay. Ich werde definitiv mehr Mitarbeiter brauchen. Von unserer Seite können Sie leider keine Hilfe erwarten. Zumindest keine Manpower, wenn Sie verstehen. Ja. Was ist mit Ressourcen? Übliche Art. In Ordnung. Nun gut. Man sieht so, wie es also ja so an dieser Grenze quasi auf und ab geht. Und immer mal wieder so mit dem Finger so in die Richtung von dieser Barriere greift. Und wenn dieses Kribbeln anfängt, so den Finger wieder wegzieht. Gut. Ich denke, ja. Was könnt ihr mir noch sagen?
Habt ihr irgendetwas von einem Iddo in der außerhalb gehört, der ehemalige Prinz der Stadt? Nach deinem Bericht haben wir auch Forschung angestellt und haben Verbindungen zu den Tremere gefunden. Okay. Es gibt einen alten Tremere, der Import- und Exporthandel macht. Mr. Pranava, vielleicht könnt ihr etwas über ihn herausfinden. Naja, vielleicht kennt er einen Weg durch diese Barriere. Vielleicht ist das seine Barriere. Vielleicht. Wir wissen auch nicht sehr viel mehr. Es scheint, dass die Aufzeichnung, die wir als Quelle nutzen, einen okkulten Gegenstand Tremere erwähnen. Angeblich hatte der Prinz den Zugriff darauf und schützt die Stadt durch diesen Gegenstand und verhindert, dass man die Stadt verlässt, ohne sein Wissen. Gut. Wir wollen diese Möglichkeit für andere Städte nutzbar machen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Wenn das geht. Sorgen Sie dafür, dass Sie das Prinzenamt übernehmen und damit Zugriff auf dieses Ding haben. Was auch immer es ist. Erforschen Sie es und machen Sie es für uns nutzbar. Man sieht so, also so ein bisschen lachen. Wir reden hier über eine Operation von mehreren Jahrzehnten. Und? Haben Sie irgendwie etwas anderes vor, Mr. Williams? Ich wollte eigentlich gerne wieder nach New York. Ich mag es dort. Das hätten Sie sich überlegen sollen, bevor Sie... Sie wissen schon. Wie sehr tut mir das weh, wenn ich den schlagen will? Wenn du raus willst, um den zu schlagen, musst du halt damit rechnen, dass du durch die Barriere gehst, ne? Also könnte ich an die Barriere rangehen, willst nur ihm so eine langen und mir dafür ein paar Brandblasen ein? Wenn er stehen bleibt und nicht zurückweicht, ja. Das würde ich gerne machen. Ich würde ihm eine klatschen. Also so offene Hand, keine Faust. Mhm. Ja. Gehst nach vorne, kannst ja wieder einen upgraded Schaden und wieder einen Terror Frenzy Test machen. Ja. Es ist, als würdest du beim lebendigen Leib verbrennen, als du nach vorne gehst. Ja. Aber es ist nicht okay, wenn ein fucking Ghoul mich vor meinem Gesicht wegen meiner Fehler maßregeln möchte. Das ist nicht okay. Mhm. Drei Erfolge für den. Du hast dich im Griff. Irgendwas in dir rumort, als du nach vorne gehst und versuchst es zu verhindern, aber du überwindest es. Gehst nach vorne und holst aus mit der flachen Hand. Und im Sekundenbruchteil steht einer der hinteren gestandenen Vampire neben dir, hält deinen blandblasenwerfenden Arm fest, wie ein Schraubstock, schaut dir in die Augen, meint, das ist der persönliche Ghoul der Chefin. Überleg dir gut, was du tust. Lässt dich los. Also er steht so 5-10 Sekunden einfach nur da. Der Ghoul beginnt wieder zu sprechen, meint Mr. Williams. Keine Nötigkeit für Aggression. Gehen Sie bitte wieder zurück. Ich möchte gerne einen Browse-Check machen. Mhm. Ist 1W10, ne? Ja. Was möchtest du mit dem machen? Ich möchte ihm vor die Füße spucken und dann gehen. Ja. Kriegst einen Hunger mehr und spuckst ihm vor die Füße und gehst zurück. Er macht so. Die Leute tippen irgendwas in ihr Tablet. Ist notiert, Mr. Williams.
Ich gehe einfach. Die kommen ja offenbar, also. Die stehen halt weiter da und beobachten, wenn du ins Auto steigst und wegfährst, ja. Bleiben sie da stehen und beobachten, wenn du wegfährst. Ja, ja. Pisser. Willkommen im Clan Ventru. Ja. Ich steige ins Auto und fahre weg, es ist so. Buch und Söhne, ey. By the way, uns fehlt noch eine Vorgeschichte von ICR. Wir wissen, was er da so verbockt hat, dass er das verdient hat. In der Mache. Ja, also er fährt zurück. Ja, und wir blenden über und schauen uns erstmal an, was Samantha gerade macht, die eine Tür hinter sich zugeschlagen hat vom Apartment. Alleine nun ist. Und ich denke, aufgrund ihrer emotionalen Stimmung, gerade für einen Toreador etwas ganz Besonderes, auch mal einen Frenzy-Test machen könnte. Okay, ja. Ja, 5 Erfolge, das ist doch mega gut. Total beherrscht. Ja, aber wie geht's denn Samantha gerade? Ich bin stinksauer. Die kocht vor Wut. aber nachdem jetzt ja keiner in der Wohnung da ist, ich würde mir jetzt gerne die Bücher angucken, die Andrew da wie so eine Glucke behütet. Mhm. Weil irgendwie halt da ist er mit diesen Büchern, hat er diesen komischen Anfall gehabt. Vorher hat es mal mit Zählen auf die Reihe gekriegt, kurzzeitig. Jetzt klappt es wieder nicht. Die Bücher haben damit mit Sicherheit irgendwas zu tun. Mhm. Ja. Dann weil mit seinen Notizen war er ja auch so, die Hälfte davon habe ich nicht verstanden und wirklich zeigen wollte sie mir nicht, erklären wollte das mir nicht. Mhm. Ich will jetzt wissen, was es mit diesen Büchern auf sich hat. Ja, dann mach mal ein, was könnte man denn da mal machen? Investigation und wenn es um Bücher geht, vielleicht Academics. Obwohl, wenn ich über den Inhalt denke, besser Okkult. Investigation und Okkult. Wenn du Academics besser hast als Okkult, kannst du doch das machen. Nein, nicht wirklich. Und dann da verändert sich aber so ein bisschen das Suchparameter. Oh, ein Büffel. Ja. Ja, kein Erfolg. Ja. Aber ich fledder die Bücher durch. Ja, das sind sehr. Zieh die aus den Taschen raus, werf die durch den Raum. Das, das, was du findest, ist sehr viel in alten Sprachen geschrieben. Also Bücher auf Latein, Bücher auf Griechisch. Bücher auf, mit merkwürdigen Schriftzeichen. Hast du, glaube ich, schon mal gesehen, Israel oder so, die nutzen sowas. Arabisch aussehende Sachen. Und sogar ein Buch, wo so ägyptische Hieroglyphen drin sind. Und das sagt dir aber so irgendwie alles überhaupt nichts. Das ist jetzt überhaupt nicht so Samanthas Metier. Nichts über Tanzen. Und nichts über Medizin direkt, oder? Ja, also das Latein kannst du zumindest noch lesen und halbwegs entziffern, wobei die Satzstrukturen oder so halt auch anders sind, als man beim medizinischen Latein oder so hat. Aber zumindest kriegst du einen Eindruck davon, was in diesen lateinischen Büchern drin sind. Es handelt sich, wie hatten wir ja schon mal, um Zauberformeln, würdest du sagen. Mhm. Die sich vor allen Dingen damit befassen, mit Leute aus dem Tod wiederzuholen. Bei Zauberei sind ja eigentlich eher die Trimäer, oder? Das ist ja, das habe ich sicher irgendwann mal mitbekommen. Ja. Gut. Ich guck mal, ob er einen Geldbeutel da gelassen hat und ob er da noch Geld drin hat. Zeit für den Gesichtswürfel. Der Gesichtswürfel sagt nein. Okay, scheiß drauf. Ich pack mein Zeug. Mhm. Stand bei die Autoschlüssel und? Ja. Kommst in das Hauptzimmer zurück und siehst den Dicken, wie er da steht.
Was? Mit so Armen in die Seite gestützt. Machst du? Packen. Warum? Weil ihr vier seid. Ihr braucht mich nicht. Angela ist da. Ihr seid wieder vier. Alles wunderbar. Ich bin weg. Hab fünf gezählt. Ja, du. Aber nicht Andrew. Und das nicht zum ersten Mal. Andrew, komisch. Ja. Aber ich habe keinen Bock mehr drauf. Wir sind ein Klüngel. Seid ihr, ja. Ohne mich. Geht nicht einfach so. Wieso nicht? Euch passiert dadurch nichts. Doch. Was? Sind ohne dich. Ihr wolltet mich vom Anfang an nicht dabei haben. Es ist schwieriger mit dir, ja. Wegen Gut. Andrews Zustand. Ich mach's euch leichter, ich hau ab. Wird nicht helfen. Für wen? Für mich oder für ihn oder? Andrew. Ich kann ihm ja auch nicht helfen. Ich war da und ist es ist komisch, mit ihm zu reden. Unter der Maske sieht man keinerlei, also du siehst keine Gefühlsregung oder so. Redet auch ziemlich monoton. Guck mal, ihr seid besser dran ohne mich. Ich bin besser dran ohne euch. Ich glaube nicht, dass wir besser dran sind ohne. Hä, ihr müsst nicht mehr John auf mich aufpassen. Das. Ja, dann tue ich John jetzt eben Gefallen. Dann könnt ihr wieder zu eurem Alltag zurückkehren und Angela ist euch sicher nützlicher wie ich. Glaub nicht. Obwohl ich mag Angela. Hey, sie ist viel netter zu dir, wie ich es bin. Also. Das ist nicht schwer. Das ist nicht fair. Nicht schwer. Tja, guck. So, darf ich jetzt bitte? Nein. Ich versuche mich an ihm vorbeizuschieben. Ja. Gut. Einem von den beiden bin ich schon mal entkommen. Ja. Ja? Wir verlassen die Szene aber dann mit diesem Eindruck, diesen Gorillaberg erklimmenden Samantha einmal kurz und springen zu Dr. Angela nach draußen, die ja mit Andrew die Gasse verlassen hat. Und was macht ihr denn da gerade draußen? Also erstmal würde ich auch sagen, machst du das eigentlich absichtlich? Was? Samantha aus deiner Rechnung rauslassen. Schaut kurz so, als ob er nicht genau weiß, wovon du sprichst. Oh. Ich glaube nicht. Also ich meine, ich weiß, das geht mich nichts an, aber das habe ich jetzt schon ein paar Mal mitbekommen und ich glaube, das geht Samantha schon wirklich ziemlich auf die Nieren, wenn du das tust, weil sie fühlt sich halt scheinbar doch sehr ignoriert von dir. Er macht da so ein fasst sich so an die Stirn, reibt sich so. Es ist nicht einfach mit Sam. Wie gesagt, ich kenne eure ganze Situation nicht. Deswegen ist halt nur irgendwie, wie gesagt, auffällig gewesen. Und ich glaube, du solltest dich bei ihr entschuldigen dafür. Weil was auch immer es schwierig macht, wird sich dadurch wahrscheinlich nicht bessern.
Oder glaubst du das? Glaubst du, dass es besser wird, wenn du sie ignorierst? Ich ignoriere sie gar nicht. Aber so, du siehst sie scheinbar nicht als als Teil des Klüngels an. Das ist der Teil von mir, der den Menschen noch sieht. Ich würde sie gerne aus dem ganzen Vampir-Gesellschaftsdrama heraushalten. Das Problem ist, Sam möchte das selbst, glaube ich, inzwischen nicht mehr. Und ich habe Probleme damit, den Vampir Samantha zu akzeptieren. Ich sehe, wenn ich sie ansehe, immer noch den Menschen. Wenn du verstehst. So, halbwegs zumindestens. Aber dann frage ich mich halt, warum du sie zu einem Vampir gemacht hast, weil immerhin war es ja deine Entscheidung. Es hatte keine große Wahl. Die zweite Inquisition war hinter uns her und ich konnte sie nicht zurücklassen. Sie hatten ihre Klauen schon nach ihr ausgestreckt. Und sie als Menschen mit in diese Sache hineinzuziehen oder zum Ghoul zu machen, das wäre nicht besser gewesen. Aber ich kann sie auch nicht zurücklassen. Weiß sie das? Ich hoffe. Vielleicht solltest du es ihr sagen. Ich habe das Gefühl, dass zwischen euch beiden eine ganze Menge nicht beredet ist. Und da wie gesagt, das ist ich möchte mich nicht in eure Beziehung oder sonst was alles einmischen, aber dadurch, dass ich halt jetzt Teil eures Klüngels bin, habe ich das Gefühl, ist das doch auch ein bisschen mein Problem, wenn es hier irgendwelche Spannungen gibt. Das ist gut, dass du dieses Gefühl hast. Das zeigt, dass du wirklich Interesse daran hast, Teil von unserem Klüngel zu sein. Ja. Vielleicht sollten wir ihr hinterhergehen und das Ganze einmal öffentlich besprechen, bevor wir dann mit unserem eigentlichen Plan weitermachen, weil, naja, wir haben immer noch eine Bürgermeisterwahl zu gewinnen. Ja. Und deine Stadt zu übernehmen. Deine Stadt zu übernehmen. Und herauszufinden, was hier überhaupt vorgeht. Weil das macht mir schon so ein bisschen Angst. Ich gehe nach oben. Ja. Schau du doch mal nach John. Der ist jetzt schon eine ganze Weile weg. Okay, mache ich. Und ich fass ihm so an die Schulter. Viel Glück. Du wirst es brauchen. So ein awkward. So. Ja. Ja. und schubst ihn so ein bisschen in die richtige Richtung. Also, viel Erfolg. Danke. Dann würde ich jetzt einmal gucken, ob ich hier John finde. Ich weiß ja, dass der Typ vor dem Hotel geparkt hat. Ja, das hatte Amanda euch ja gesagt. Genau. Weiß ich auch, was für ein Auto das war? Was weiß ich? Ich weiß gar nicht so viel davon. Also ich glaube, ich würde einfach erstmal vorne rausgehen und gucken, ob John da irgendwo rumgeistert. Mach doch mal Wits und Awareness. Ganz klassisch. Wits und Awareness. Ja, zwei Erfolge. Zwei Erfolge. Okay. Es ist ruhig hier.
Es ist Nacht, das ist ein Motel. So wie ihr das mitbekommen habt, die letzten Tage ist das nicht hochfrequentiert. Eher so im Gegenteil, ihr seid so ziemlich die einzigen Leute, die da abgestiegen sind. Es stehen trotzdem mehrere Autos auf dem Parkplatz. Man hört laut das Summen dieses Getränkeautomatens aus der Gasse, das sich bis hierhin rüberzieht. Die Straße draußen, wo ein paar Trucks langfahren und Autos, das hört man auch ziemlich laut, wenn man so irgendwie aufpasst, sich so umguckt, seine Sinne ein bisschen versucht zu schärfen. Der Mond scheint voll, das heißt, es gibt genug Licht, trotz der flackernden Beleuchtung des Motels. Und ja, du meinst, dass du dich so kurz konzentrierst, so dieses Summen, die Straße, vielleicht den Fernseher von der Rezeption erstmal so ein bisschen im Vordergrund und dann ausblendest in deinen Geist. Und dann meinst du, irgendein Geräusch zu vernehmen von einem Van, der etwas weiter abseits an der Straße parkt. Irgendwie so ein Stöhnen oder sowas. Okay, dann würde ich erstmal in diese Richtung gehen, weil das dann ja auch so die einzigen Menschen wahrscheinlich sind, die ich gerade so draußen habe umgehen hören. Würde aber erstmal noch ein bisschen Abstand halten und gucken, ob ich sehe, was da passiert. Jetzt ein bisschen Abstand, schaust dich noch weiter um. Siehst dann irgendwie, dass es so ein bisschen kiesig hier, bis es zur Straße hochgeht. Frische Reifenspuren, die rausführen auf die Straße. Gehst dann ein bisschen näher und hast dann Geruch in der Nase von Blut, was instant das Tier in dir auf den Plan ruft. Irgendwas regt sich in dir. Essen. Om nom nom. Om nom nom. Ja. So allerdings kommt es so in ihr hoch und dieses ihr erste instinktive Impuls ist so dieses Essen und das zweite ist Vorsicht. Ja. Also dieses, sollte John nicht eigentlich ihn einfach nur in einen Bus setzen und wegschicken? Das war die Anweisung von Sam. Ja. Das war die Anweisung. Dann würde ich mal halt, ne, den Spuren trotzdem folgen, dem Geruch so ein bisschen hinterher. Und ich weiß im Endeffekt immer noch nicht, ob das überhaupt der Typ ist und John so, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Du kommst näher zu dem Van heran und kannst jetzt auch sichtbar im Mondlicht deine Blutlache erkennen. Die hinter dem Auto her. Und da liegt etwas auf dem Boden hinter dem Van. Okay, dann schaue ich mir an, was da liegt. Gehst um den Van herum. Oder wer? Auf dem Boden liegt mit einer klaffenden, ja, nicht einer, sondern einer Vielzahl klaffender Wunden, eine fast weggerissenen Seite. Anscheinend irgendwas, so ein Schrapnell oder keine Ahnung, eine Explosion oder was auch immer, sowas, du bist Arzt. Mhm. Liegt John auf dem Boden, blutet stark. Okay. Es war überhaupt gar nicht so als Vampir, wie man da vorgeht, wie das anders ist als bei Menschen und sowas. Ich denke aber, das Erste... Nicht, ne? Wie bitte? Ja, das weiß Angela wahrscheinlich auch noch das nicht. Das weiß sie wahrscheinlich auch noch nicht. Okay. Ja, erstmal versuchen, Blutung zu stoppen, wenn es irgendwie möglich ist. Ja, irgendwie so die größte Wundquelle irgendwie versuchen... Ja, wie gesagt, der hat ein großes Stück aus, da fehlen Teile der Rippen, also ein ganzes Stück aus dem Oberkörper rausgerissen.
Oh, meine Fresse. Ja, jetzt hätte ich gern Handy. Scheiße. Du hörst noch so ein Röcheln von ihm und das nächste, was passiert, ist, dass sein Körper erstarrt. Okay, aber das ist ja erstmal nichts nicht Schlimmes. Das glaube ich, das werde ich wahrscheinlich wissen, dass das. Also wenn Vampire zu viel Schaden nehmen, erstarren sie erstmal. Erstarren sie. Okay. Ist in dem Van irgendwas in Richtung Decke oder sowas drin? Ne? Irgendeine Plane schaust, oder schaust so? Schaust durch das Fenster. Eigentlich sieht es ziemlich neu aus, alles ist so irgendwie. Ja, so eine Decke, aber du weißt irgendwie so, es gibt immer so Notdecken, ja. Genau, hinten im Kofferraum und sowas, ja. Weil dann würde ich das nämlich rausnehmen, um ihn drüber wickeln. Das heißt, du möchtest den Van aufbrechen. Der ist zu. Der ist zu, ja. Ich will erstmal gucken, ob, also ne, ganz normal einfach mal Henkel, ob der wirklich zugeschlossen ist oder nur zugemacht. Zugeschlossen. Anscheinend. Frage ist, komme ich überhaupt hinten ran, wenn ich den aufbreche? Pure Kraft. Ja, so stark bin ich nicht. Weißt du was? Ich versuch's einfach. Ja. Du hast Potenz noch nicht die Kraft, die dir deine Stärke verdoppelt, ne? Deswegen, ne? Das ist halt das. Aber du kannst das innere Tier zumindest mal gucken, ob das dir einen Stärkepunkt mehr gibt. Ja, das will ich, glaube ich, tun. Dann machen wir mal Stärke und Larceny zum Aufbrechen. Ach, juhu. Also. Sei denn, du möchtest das irgendwie anders aufbrechen, dann kannst du mir was anderes anbieten, aber. Ich hätte eher gehofft, dass ich irgendwie Brawl oder Athletics oder sowas nehmen kann, so wirklich mit nicht. Brawl würdest du es richtig kaputt schlagen, ne? Irgendwie Scheibe einschlagen oder sowas, das wäre Brawl. Sehe ich am Armaturenbrett einen Button für hinten Kofferraum aufmachen? Zeit für den Gesichtswürfel. Der sagt ja. Dann versuche ich das auch, also einfach durchschlagen, hinten versuchen. Gut, dann Strength und Brawl. Ich immerhin ein bisschen was mit. Aufbeißen, meint Rerio. Ja. Drei Erfolge. Das sieht doch gut aus. Ja. Ja. Einfach ohne irgendwas oder möchtest du Vorkehrungen treffen, dass deine oder schlägst du einfach mit der puren Faust gegen die Scheibe und versuchst sie einzuschlagen? Ich schau einfach so da einschlagen. Ohne Puren. Also, Look Danger steht da. Ja, die Scheibe klirrt unter der puren Kraft des Vampirs splittert und du kannst durchgreifen und die Tür öffnen. Ja, dann mache ich das, möchte auf jeden Fall hinten auch direkt... Glasscherben halt jetzt im Arm stecken. Das ist mir gerade egal. Gib dir mal einen halben Schaden, so also so einen Schrägstrich. Okay. Ja. Dann, wie gesagt, ich möchte vor allen Dingen erstmal die Decke rausholen, ihn damit einwickeln. Habe ich gesehen, dass das Hostel irgendwie einen Hintereingang hat. Ja, aber da würdest du nicht zu euren Zimmern kommen. Ach, verdammt. Sondern halt in die Privaträume des Hostels. Ich wecke ihn trotzdem ein und nehme ihn mit. trag ihn zurück, benutze Silence of Death.
Kein Geräusch? Damit ich zumindest keine Geräusche dabei mache und versuche trotzdem irgendwie vielleicht einen Moment abzupassen, um mich hochzuschmuggeln. Irgendwie Rezeption, kann ich irgendwie ablenken. Die Dame sitzt da wie immer mit hoch Cowboy-Stiefeln hoch auf dem Tresen, schaut Fernsehen, läuft irgendwie irgendeine Game-Show. Hat die auch Cowboy-Stiefel? Das war da, aber war haben da alle, das ist haben alle Cowboy-Stiefel. Ich versuche trotzdem, mich irgendwie an ihr vorbeizuschmuggeln. Mhm. Mach mal Stealth und Dexterity. Okay. Ah, 3 Erfolge. Sehr schön. Ja. Dann passt du einen Moment ab und huschst die Treppe hoch. Und ich würde ja gern zu Bruce schalten, aber wir müssen mal ganz kurz zu Samantha gehen. Dann. ich hoffe, der Kakko verzeiht mir das. Samantha versucht sich mit Gewalt oder mit Kraft oder mit Schlangenartigkeit an dem Dicken vorbei zu kaschen. Als hinter vielleicht ihm die Tür auf. Irgendwann aus Wut auf ihn ein, weil ihm tut's ja irgendwie. Genau. Ja, als hinter ihm die Tür aufgeht und Andrew den Raum quasi betritt. Was ist denn hier los? Sag ihm, er soll mich gehen lassen. Warum? Warum willst du gehen? Weil ich keinen Bock mehr habe. Das geht nicht. Warum geht das nicht? Weil wir ein Klüngel sind. Ein Klüngel, in dem du mich eh nie mitzählst, mich nicht wirklich dabei haben willst. So fühlt es sich zumindest an. Darum. John will mich nicht hier haben. Entschuldigung, das ist nicht so gemeint. Ich mache das nicht mit Absicht. Es ist mir inzwischen eigentlich ziemlich egal, ob du es mit Absicht machst oder nicht. Ich will einfach nur weg hier. Wo willst du hin? Ich finde schon irgendwo einen Platz. Ich gehe in irgendeine Großstadt, da kann ich irgendwo untertauchen. Nicht verlassen. Warum nicht? Es geht nicht. Kommt auf den Versuch an, oder? Oder du könntest mir trauen und wenn ich dir sage, dass es nicht geht. Warum sollte ich dir trauen? Ich habe dir mal getraut, aber so langsam. Was soll ich tun? Mich vielleicht einfach nicht behandeln wie ein Stück Dreck, mir Sachen erklären? Was? Ja, das mit den Zetteln hier neulich. Ich habe dich gefragt, ja, das ist meine Sache, das hat dich nicht zu interessieren. Ja, danke. Schaut so an die Wand, wo noch so die Reste von diesen Nägeln, die er da eingerammt hatte, sind, fasst sich dann so an den Kopf. Meint, das ist kompliziert. Ja, bitte. Ich glaube, an Zeit mangelt es uns ja nicht wirklich. Der Dicke meint dann so, er kann nicht erklären. Warum kann er es nicht erklären? Er weiß es nicht. Er hat die Zettel dort aufgehängt. Dicke machen. Er weiß es nicht. Wieso? Welchen Sinn hat es dann, diese Zettel aufzuhängen? Und es sah ja aus, als hätten die irgendein System gehabt. Das waren meine Studien, glaube ich. Schaut so Richtung Dicker und dann macht so. Dann erklär du es mir. Die Studien machen ihn krank.
Was sind das für Studien? Dass sie ihn krank machen, habe ich selber gesehen. Danke. John löscht sein Gedächtnis jedes Mal, wenn er so drauf ist. Großartig. Ich meine... Er tut was? Andrew schaut so Richtung dem Dicken. Entschuldigung. Vielleicht sollte John einfach die Finger davon lassen. Ich meine, bei Andrew scheint es zu funktionieren, aber er hat es ja auch schon verkackt. Und wenn er es nicht verkackt hätte, würden wir jetzt nicht hier stehen. In dem Augenblick platzt Dr. Angela die Tür rein mit diesem Bündel auf der Schulter. Das Erste, was ich mache, ist die Tür hinter mir zu schließen. Mhm. Dann lege ich ihn auf den Boden. Oder nee, auf die Couch, wenn die gerade frei ist und irgendwo steht. Wir haben ein Problem, Leute. alle stehen da so. Das ist mir gerade total egal. Ich lege ihn ab und wickel ihn aus. Okay. Und kann man irgendwas für John tun? Sag du es mir. Medizin und was? Intelligence? Ja. Halte ich für gut. Man hat ja nicht umsonst irgendwie eine Ausbildung gemacht. Ich meine, Medicine und Intelligence würde ich dann auch einfach mitmachen. Oh, zwei Erfolge. Ja. Und oh, vier, Moment, das ist sogar ein Crit. Zwei, vier, fünf, sechs Erfolge. Du kleine Schatz, ja, geh weg, ich bin der richtige Arzt. Das ist halt nur so, als ich wüsste, was ich machen müsste, wenn es ein Mensch wäre. Aber vielleicht hast du mehr Ahnung davon, wie das bei Vampiren ist, weil du schon länger mit mehreren zusammenarbeitest. Vor allem, also ich bin dafür, dass wir ein gutes Team sind, einfach sehr gut zusammenarbeiten. Ja. Also was du meinst, irgendwie sofort, ja, also wenn das Vampir-Thema natürlich in den Kopf schießt, ja, Vampire heilen mit Blut natürlich, ne? Und ja. Der scheint nach der ersten Untersuchung halt in Starre gefallen zu sein wegen Blutverlust. Also besorgen wir Blut. Ja. Das ist dann wahrscheinlich unser Job. Man könnte ja jetzt auch einfach hingehen. Ich weiß ja nicht, ob Dr. Angela noch ein bisschen Blut über hat. Sam hat auch noch Blut über. Ja. Nee. Ich auch nicht. Nee, lass uns auf die Straße gehen und irgendwie zwei nette Kerle für ein bisschen Spaß suchen oder so. Okay. Also Blut auf zwei Beinen suchen. Blut auf zwei Beinen. Gut, dann nutze ich diese Chance, während ihr dann irgendwie Andrew und den Dicken da alleine mit dem in Starre liegenden John irgendwie im Zimmer zurücklasst. Und Andrew so total verwirrt, gerade so zwischen John der Tür euch beiden hin und her kaukt. Der Dicke nur mit verschränkten Armen da steht und die ganze Sache beobachtet. Nutzen wir die Chance, doch mal zu Bruce zu schalten. Was macht der denn inzwischen? Ich meine, das hat ja letztes Mal aufgehört, wo ja, diese Tortur bei der Modenschau vorüber war. Ja. Bruce würde halt immer noch mal schauen, ob der immer noch dieser aggressiv penetranten Tauben da sieht. Immer mal wieder so die Häuser dicher lugen. So. Ja, hin und wieder sitzen da tatsächlich Vögel. Wie vorher auch, finstert er sich ein wenig an. Aber versucht das gleichzeitig irgendwie auszublenden, weil, ich wurde ja gesagt, dass wir, glaube ich, uns dann nochmal bei Isaiah treffen. Deswegen würde Bruce halt erstmal nochmal zu Isaiah wieder fahren. Ja. Fährst zurück zu Isaiah. Und ich sag einfach mal, weil es so gut passt, ist das denn auch noch der Augenblick, an dem Isaiah auch zurückkehrt?
Dann haben wir euch beide nämlich auch wieder zusammen. Hast du irgendwie ein anderes Mikrofon oder so an, weil das ist gerade... Ah, es ist runtergefallen. Sorry. So, besser? Ja, besser. Wundervoll. Ja, genau. Ich habe quasi gerade meine Karre weggebracht und wandere quasi gerade die letzten Meter, komme um die Ecke zu meinem Büro. Ja, siehst du so Bruce vor der Tür stehen, dieser so aus den Angeln gerissen ist. Ja, genau. So, und dann steht er so im Türrahmen und guckt nochmal so rein und von nach rechts und nach links und dann wird er so wie bestellt und nicht abgeholt. So, sind jetzt alle? Dann dreht er sich so um. Ah, okay. Hi. Du siehst, also er hat so die rechte Hand, hat er so tief in den, der wie immer diese braunen Handschuhe an, und hat die aber gleichzeitig auch so tief in den Taschen von so seinem Anzug. Und wenn er irgendwas gestikuliert, immer nur mit der linken Hand. Und das fällt dir sofort auf, das ist irgendwie schräg. Das macht er normalerweise nicht. Ja, Bruce ist da ja auch nicht so subtil, der würde da halt auch total drauf starren und so ein was gibt, und er lugt halt immer mal wieder so nach unten auf die Hand, so. Also, wie schaut's aus? Ich hab meine Sachen erledigt. Ich muss unwichtig Arbeit. Okay. Aus Mr. Pnava war heute erstmal nichts rauszukriegen. Mhm. Er hatte Lust auf Belustigung. Schön. Und er war wie gebannt, konnte aus ihm rausquetschen. Aber vielleicht morgen. Sehr gut. Ich würde sagen, wir suchen uns, wir gehen zum Hotel, würde ich sagen. Zum Hotel. Ja. Apropos, wie ging's der Kamm? Also, die Kamera überlebt? Dann geht er schon so kurz, also... Achso, ja. Er wirkt so voll zerstreut. Achso, Kamera, ja, Kamera. Geht dann die Treppe runter macht das Ding auf. Also du siehst halt auch, ne? Der nimmt das mit der linken Hand und du weißt, der ist Rechtshänder, hast du mehrfach gesehen. Ja, hab ich schon gesehen. Legt das dahin, sucht sich so ein Messer, fängt an, das mit dem Messer so den Kleber so aufzuschneiden. Hilf mir mal. Moment, ich muss erstmal. Das war mein privater Gesichtswürfel. Leute, kauft mehr Gesichtswürfel. ja, er hilft dir erstmal dabei. Und, quasi deine helfende Hand. so, als ihr da zu Ende seid, das Auspacken, so bricht es quasi aus ihm heraus. Sag mal, was ist eigentlich los mit dir? Und was ist mit deiner Hand? So nach unten. Oder passt du auf was auf, wenn du ja so die Hand so steif in die Tasche streckst, so. Geht mich eigentlich nichts an, aber es fällt schon ziemlich auf. Sorry, knapp und nicht so vorbei. also er wird so angespannt. Nein. Ich habe mir was gestoßen. und es ist so. Nein. Wenn man sich was stößt, dann hält man nicht die ganze Zeit. Versteht man so genau. Nicht. So. Lächerliche Ausrede. Medizin, das ist wahrscheinlich auch. So, aha. Das stoßen. Und, fragst du nochmal nach? Ja. Sagt auch so dieses Ja, gestoßen. Und willst du dich nicht mal. Du hast wahrscheinlich irgend so eine erste Hilfe. Also, er dreht sich im Moment um uns. Du siehst so eine Fratze des Zorns. Du siehst so. Es geht dich einen Scheiß an! Okay. Und Bruce sagt so ein bisschen zusammen. So, okay. Ich mag auch nicht weiter nach. Er zieht so ein bisschen, also eine Schiebermütze so ein bisschen weiter nach unten. Ja. Die Kameras sind noch in Ordnung. So gucke ich nach. Mhm. Ja, okay, gut. Dann
Guck ich zum Bruce. Hast du einen Rucksack? Ja, du siehst halt, dass Bruce immer so einen unfassbar alten, schäbigen Rucksack hat, der wahrscheinlich mal ein Schulturnister gewesen ist oder irgendwie sowas. Richtig abgeranzt Eastpack. Ja, aber wo oben tatsächlich auch so ein kleines Loch dann ist. Das heißt, der Reißverschluss ist total wurscht, weil du kannst halt immer reingehen. Ich zeig's so ja. mit dem Kopf auf die Kamera. Kannst du das einpacken? Und geh dann quasi schon zur Tür. Wir gehen zum Motel. Mhm. So richtig eingeschüchtert, so nimmt das so ganz, ganz vorsichtig und tut dir auch ganz vorsichtig nach ganz oben. Okay, ich habe schon eine Linie rausgesucht. Der 16. ist es. Komm, wir haben noch 10 Minuten. Komm. Ja, ja. Hast du eine Karre hier? Ich habe kein Auto. Aber ich kann dich auf mein Ticket mitnehmen. Kannst du das Auto von Mr. Pranava holen? Ja. Das wäre standesgemäß, weiß er. Ja, nee. Du siehst halt so, als du sagst, ich kenne dich gar nicht auf einem Ticket mit dem, siehst du bei ihm halt so dieses richtige, so das öffentliche Verkehrsmittel? Was? Also. Du kriegst einen fragenden Blick zurück. Whatever. Heute ist alles egal. Pass auf, wir machen das so. Wir treffen uns in 10 Minuten da. Ich muss noch was besorgen. 10 Minuten am Motel? Ja. Oder wie auch immer, wie lange braucht man da hin, wenn man einen kleinen Abstecher noch macht, um noch zu trinken? Oh, dann wirst du schon mit noch was drauf. Öffentlichen, also. Ja, dann verschiebe ich das auch später. Du bist ja eher so in der besseren Hälfte der Stadt und ja, das Motel ist eher so. Er ist eine halbe Stunde raus. Ja, dann ja. Dicke 2000 der Stadt ohne Namen, sehr gut. Ja. Ich Ich kenne mich hier mit dem Bus nicht aus. Wo geht's lang? Dann komm mit. Ja, und Bruce geht so ein bisschen beschämt vor. So. Ja, ich halt also immer noch sehr, sehr gerade, sehr aufrecht, aber halt so mit einer mega abgefuckten, so mega, mega abgefuckten Bitchface einfach. So hinter ihm her so. Ätzend, dass ich das jetzt machen muss. Ja, Bruce, also ich weiß jetzt nicht, wie groß du bist, aber ja. Bruce ist ja eigentlich ein ziemlicher Hühner. Der ist aber ziemlich zusammengesunken gerade mit seiner ganzen Körperhaltung. Ja, ich glaube so. Solche schlechte Laune. Obere 1,80 oder so. Egal. Habe ich ja die richtigen beiden zusammengeholt. Ja. Alle haben so einen schlechten Tag. Also. Ja. Krawatte. Isaiah, mach doch mal Awareness und Wits. Awareness und Wits möchte er, dass ich würfele. Ich habe ein paar Punkte Wits und ich bin miserabel in Awareness. Kann nicht alles können. Sachen Krass. Bemerken ist der Job von anderen Leuten. Ja, Bruce zum Beispiel. Aber zwei Erfolge. Ja. Zwei Erfolge. Ja. Locker. Ja. Ihr lauft irgendwie die Straße lang und dann siehst du halt so eine Oberleitungsmast irgendwie, der so zwischen zwei Häusern gespannt ist, wo halt die Stromleitung und Kabel und so liegt, ne? Und da sitzen halt so eine Reihe von 5 Vögeln obendrauf. Und ihr lauft so an denen vorbei und du hast den Eindruck, dass die euch so hinterher gucken. Vögel? Mhm. Das sind irgendwelche Spatzen oder keine Ahnung was. Okay. Wenn du darauf achtest, Bruce beobachtet diese Vögel auch. Ich schließe so zu Bruce auf. Also das erste Mal gehe ich so quasi so wirklich Schulter an Schulter zu ihm, beug mich so auch so ein bisschen vor. Bruce. Ja? Ja? Du bist ein Gangolo, richtig? Und er hat es doch so mit Tieren. Er guckt dich so mit so zusammengekniffenen Augen an. Du siehst das mit den Vögeln auch, oder? Also, ja. Das ist verdammt gruselig, oder? Also, die beobachten mich. Das ist wie in die Vögel. Nur gruseliger. Weil es ist real. Und er guckt wieder so nach oben auf diese Reihe von Spatzen. Ist das normal? Ich kenne nur die Tauben aus New York, da ist das nicht normal. Ja, in dem Augenblick fliegen die halt auch von der Leitung weg. Ganz normale Straßentaube.
Nee. Das ist auch erst seit heute so. Die haben mich in meinem Auto. Vielleicht hast du es vorher noch nie bemerkt. Das nein, 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 das war nicht so. Bis seit 4 Jahren, nee, das war nicht so. Okay. Ist aber auch seit heute erst. Und er guckt dich so richtig ernst an. Komisch, oder? Komisch ist ein Understatement, wenn du mich fragst. Ja, das stimmt wohl. Oh, Moment, wir müssen ein bisschen. Weil er zeigt so nach links und dann kommt dann ja. So ein Bus. Ah, ja, der hier, Moment. Ah, und dann geht er so loszurennen. Du siehst, also er winkt dann also aus Reflex mit der rechten Hand so nach dem Bus und siehst dann so aus dem Augenwinkel so zwischen dem Handschuh und da, wo der Arm dann aus dem Anzug rauskommt, ist quasi den ganzen Unterarm voll mit Brandblasen. Ja. Kurz was gucken. Ja, also Bruce sieht halt so in seinem Sichtfeld, dass du halt deinen Arm so hebst, so reflexartig, guckt er dann halt nach hinten und macht dann so große Augen, bleibt erstmal stehen, so. Wow! Und also ich gehe halt einfach weiter zum Bus und steck die Hand dann wieder weg, so. Bruce schüttelt so den Kopf, so aller, ich hab nichts gesehen, alles gut. Kommt dann auch einfach weiter. Dann fahrt ihr mit dem Bus Richtung Motel. Und ich bestimme jetzt einfach mal, dass Samantha und Angela jemanden gefunden haben, der willentlich mitkommen würde aufs Zimmer. Und, bei 2 Toreador. Ja, also nicht 2 Toreador, aber es ist ein Toreador und eine sehr bestimmt auftretende Bruja. Ich stelle keine Fragen, ich mache einfach an was. Ach, die Nummer mit 2 hübschen Mädels in einem Bett lässt manche Männer doch ein bisschen kopflos und unvorsichtig werden. Gerade in Texas. Ich habe verstanden, Sam und Andrew deshalb, aber mein Fehler. Bitte? Ich habe verstanden, Sam und Andrew, das hat mich irritiert. Ach so. Nein, nein. Ja, und wie macht ihr das denn? Ihr bringt die da rein und dann also ins Zimmer, dann stehen da. Ich glaube, der Dicke wird sich instinktiv, glaube ich, unsichtbar machen. Weil Andrew sitzt dann im Sessel irgendwie so ein vor diesem. Wie? Wie sitzt er im Sessel? So. Ein bisschen, dass er aber nicht weiß, was er machen soll. Schaut irgendwie auf John runter. Ja, ausnocken. Ja, dann los. Am besten schon, bevor wir die Tür aufmachen. Das ist jetzt die Frage. Wie wollt ihr es genau anstellen? Ich glaube, ich würde es erst doch drin machen. Mama, muss ich da zu viel trinken? Nö, da steht nicht. Weil ich könnte hier Lingering Kiss machen. Wohl. Nö, aber ich könnte ihn ja hier in völlige Verzückung versetzen. Das ist richtig, ja. Dann machen wir das doch. Dass er sich auf ein Abenteuer mit uns zwei freut und ein bisschen weggetreten ist. Ja, wie sieht das aus bei Sam? Oder wie funktioniert die Kraft für die Leute, die es nicht kennen? Ja, das ist eine Kraft von Presence. Und ich kann die Aufmerksamkeit einer Person unvermeidbar auf mich ziehen. Mhm. Brauchst du dafür einen Rouse-Check? Cost-free. Ah, okay. Mhm. Warte mal. Doch, cost-free. Okay, schön. Und ich würde halt mit dem Typen rumknutschen und ihm irgendwelche netten Versprechungen machen, dass ihn in dem Zimmer gleich ein ganz schönes Abenteuer erwartet, mit Angela und mir, und dass er sich aufs freuen kann, einfach, dass er wirklich nur auf mich guckt im Prinzip und dann gar nicht mitbekommt, was drinne ist.
Solange, bis ich die Tür zugemacht habe. Und, genau. Der Horrorfilm beginnt dann, wenn die Tür ins Schloss fällt. Wie heißt die Kraft? Das O. Oh, Presence, okay. Genau. Ein Erfolg. Musst du überhaupt gegen Menschen würfeln? Ich guck gerade nach. Musst würfeln, aber ich kann nicht resisten, wenn ich da nichts erwarte. Ja. Ja, aber läuft. Ja, der ist angetan. Gut. Und wie gesagt, nachdem... Man sieht schon den Sabber so... Da hab ich so einen Trucker aus dem Truck rausgeholt. Leichter Bierbauch. Oh Gott. Das meinen Kumpels erzähle. Ja. Wie gesagt, sobald die Tür hinzu ist, dann kriegt er von mir einen gezielten Schlag in die Schläfe. Und da wird dadurch ausgenockt. Mach mal Strength und Brawl. Okay. Oh, 4 Erfolge, ja, gut, kein Ding. Mit einem Schlag. Hat ja noch so ein bisschen Scherben so in der Hand. Ja, und der fällt, kaum ist er die Tür rein, schon einmal vorne über. Vielleicht fängt Samuel noch so halb auf, ansonsten klatscht er mit voller Wucht auf den Boden. Ja, nicht. Ja, der wird schon aufgefangen. Und dann wird er einmal irgendwie, ich würde sagen, halt arm gebissen und dann lassen wir Blut in den Mund von John tropfen. Ja. Das funktioniert auch ohne weiteres. Irgendwann wird John so einen Reflex bekommen, dass er anfängt zu trinken von alleine. Lass den weiter trinken oder unterbreche das irgendwann? Ich würde es irgendwann unterbrechen. Ich würde es auch unterbrechen. Bevor es für den Menschen zu kritisch wird. Also er schlägt die ganze Zeit dabei nicht die Augen auf und dann irgendwie, als er den Arm quasi wegnimmt, erst dann schlägt er so die Augen auf. Wieder unter den Unlebenden. Der zuerst schaut er so nach rechts und nach links und dann merkst du, wie so ein Schock durch den Körper zieht bei ihm. Er so die Beine anzieht und so erstmal so 3 Meter irgendwie weggeht, so irgendwie Richtung Sitzmobiliar so. Ich würde mich noch kurz um den Trucker kümmern, dass... Ja, der ist weggetreten. Ja, aber... Die Wunde wieder zumachen, klar. Genau. Und ein bisschen überwachen, wie es dem so geht. Ja. Ich würde John dann auch. Ihr habt John ja verarztet, irgendwie, ne? Ja. Irgendwie fasst sich so an die Seite. Das ist zum Teufel. Das wollten wir dich gerade fragen. Ja. Wer zur Hölle ist dein komischer Kumpel, Sam? Welcher Kumpel? Sag jetzt nicht. Den du angesetzt hast. Oh mein Gott, das war der? Ja. Ach du Schande. Ich bin davon ausgegangen, dass ich komme. Ich bin davon ausgegangen, dass es ein Mensch ist. Ja, zumindest. Wir haben schon gedacht, oh mein Gott, die Inquisition oder Anna oder keine Ahnung, war das, aber. Ich weiß nicht, ich roche nach Mensch. Weißt du, war das irgendwie eine Schrotflinte? Ich meine, so groß wie diese Wunde ist. Ich glaube schon. Hat mich einfach erwischt, als ich nicht aufgepasst habe. Als ob er wüsste, dass ich um die Ecke komme. Und dann hat er mich überrascht. Hat mir das Ding an den Bauch gehalten und abgedrückt.
Mehr weiß ich nicht. Oh Gott. Also auch noch ein gefährlicher Stalker. Ein richtig verrückter Stalker. Oh mein Gott. Er war aber auf jeden Fall nicht mehr da, als ich nachgeschaut habe. Zumindest nichts, keinen mehr gesehen. Ne? Aber du hast jetzt auch großartig nicht mehr drauf geachtet, ob da jetzt noch irgendwo einer rumstrom hat. Du hast halt geguckt, dass du nicht beobachtet wirst. Dass das nur gesehen, dass da keiner guckt, aber... Mhm. Okay, jetzt, wo wir wissen, dass der auch noch so durchgedreht ist. Gut, ich packe meine Sachen. Du hattest deine Sachen schon gepackt. Stimmt. Ich muss nur noch meine Tasche nehmen. Gott sei Dank. Und die Autoschlüssel. Aber wo willst du hin? Auf alle Fälle raus aus diesem Motel. Das ist nicht die schlechteste Idee, wenn wir jemanden haben, der weiß, wo wir sind. Wir müssen nur gucken, dass er uns nicht immer noch beobachtet. Ihr bleibt hier. Ich zieh ihn weg. Und was ist, wenn er dann auf dich zukommt? Willst du am Ende mit so einem Loch im Bauch aufwachen? Hinter dir her. Und nicht mehr aufwachen? Macht euch mal darum keinen Kopf. Das ist aber nicht dein Ernst jetzt. Also, du siehst, wie gefährlich der Typ ist. Willst du das? Also, ich kann das nicht mit mir vereinbaren. Wie war das? Klüngel und so, wir passen aufeinander auf. Und es ist mir jetzt gerade egal, was zwischen dir und Andrew vorgefallen ist oder was auch immer. In dem Augenblick, in dem ihr mich Teil des Klüngels gemacht habt, ist es auch mein Problem geworden. So läuft es doch, oder nicht? Ja, aber ihr seid alle nicht sicher, solange ich hier bei euch bin mit dem Irren. Und wir haben, glaube ich, genügend andere Probleme. Aber wir sind sicherer, wenn wir gemeinsam sind, als wenn wir alleine umherlaufen. Du hast gesehen, was er mit John gemacht hat. Er hat mich überrascht. Ja. Aber wenn wir zusammen sind, dann er kann nicht alle von uns auf einmal umnieten. Das geht nicht. Wenn einer von uns alleine umhergeht, dann ist es auf jeden Fall wahrscheinlicher. Wenn ich ihn von euch weglocke, kann ich erstmal mit ihm reden und mehr über ihn rausfinden. Weil es wundert mich auch, wie er John überraschen konnte. Ich meine, John hat Erfahrung mit dem, was er tut. Ja. Ich bin halt davon ausgegangen, dass es irgend so ein Dreckskerl ist. So ein dahergelaufener Idiot. Anscheinend ja nicht. Ich meine, okay. Wir haben ja seine Karte da. Das heißt, er wird wahrscheinlich mitbekommen haben, dass ihn jemand beklaut hat. Vielleicht hat er deswegen gewusst, dass jemand hinter ihm her ist. Vielleicht. Oder dass ihn jemand suchen wird. Aber das heißt auch, dass er wahrscheinlich weiß, dass du von ihm weißt zumindest. Ich meine, ich kann mich leider schlecht in diesen Gedankengang von so einem Stalker eindenken. Deswegen, ich weiß nicht, ich kann mir echt nicht vorstellen, wie er darauf reagieren soll. Vor allen Dingen, weil er jetzt weiß, dass du auch noch jemanden nach ihm geschickt hast, um was doch immer zu tun. Ja, wenn er wird vorsichtiger werden. Auch. Also, ich glaube bei meiner Meinung, dass es keine gute Idee ist, jetzt alleine umherzulaufen. Ich stimme zu. Ich auch. Gut, dann bleibe ich einfach hier. Das heißt, wir müssen jetzt neben unseren Aufgaben und der ganzen Sache mit Veronica und allem auch noch aufpassen, dass uns dieser Irre da auch nicht noch auflauert.
Das wird ja immer besser. Wenn ich den nochmal zu Gesicht krieg, ist er dran. Nix mit Bus über die Grenze. Du kurierst dich erstmal aus. Momentan machst du gar nichts. Andrew steht auf, geht zu John rüber, schaut dann so zu Sam rüber, zu Angela, packt John am Kragen, zieht ihn hoch, drückt ihn gegen die Wand. Du hast mein Gedächtnis gelöscht. Das kann er sich dann wieder merken. Lässt ihn sofort wieder, lässt ihn halt los, dass er irgendwie die Wand halt runter, der dreht sich weg. Was soll das? Muss das jetzt sein? Sieht ganz so aus. Also ich als Ärztin. Ja, du als Ärztin? Kann das gerade nicht so befürworten, dass du ihn so durch die Gegend wirfst? Fragezeichen. Er hat mein Gedächtnis gelöscht. Ja, es wird sich auch nicht geändert haben, wenn er noch ein paar Stunden Zeit hat, um sich zu regenerieren. Er sorgt dafür, dass Sam gehen will. Setzt mir Dinge in den Kopf wahrscheinlich, dass ich nicht... Wer weiß, was du alles gemacht hast? Was hast du getan? Ich schaue so zwischen allen hin und her. Ich meine... Ich bin auch sehr gespannt, was jetzt passiert. Also... Das ist der Augenblick, in dem Isaiah und Bruce ankommen. Vor der Tür stehen. Es klopft an der Tür. Ihr steht draußen und hört nur so ein total Gerumpel. So. Wie etwas Schweres gegen die Wand gedrückt wird. Kann ich die Tür einfach öffnen? Ist sie abgeschlossen? Weiß ich nicht. Habt ihr die Tür abgeschlossen? Angela hatte die... Du hast die Tür abgeschlossen, nachdem du John reingeschleppt hast, ne? Ja. Danach aber nicht. Danach habe ich sie nur... zufallen lassen. Isaiah, vielleicht sollte ich mal durchs Fenster gucken. Das Fenster ist ja zugedeckt. Ach ja, die war ja vernagelt, ne? Ja, ja. Also mit so Pappkartons zugemacht und damit keine Sonne durchkommt. Ich wollte gerade sagen, so Fenster? Wie? Vielleicht. Ich rüttel an der Tür und dann klopfe ich, und dann schlage ich es dagegen. So, doch, doch, doch. Das ist das, was ihr dann drin hört. Der Stalker. Angela! Ruf ich. Nein. Aber ich glaube, es ist gerade ein darmschlechter Zeitpunkt. Sam, Andrew. Fragestick, ihr könnt jetzt auch wegschicken. Später. Was später? Andrew schaut zu John rüber. Später. Bei dem Gespräch möchte ich aber auch mit dabei sein, nur damit das klar ist. Okay, wenn das dann alles so, dann würde ich zur Tür gehen und aufmachen. Ja, währenddessen versucht Bruce auch nochmal so ganz langsam so zu klopfen und dann... Oh, hi. Siehst du... Ja, einen dicken Typen mit so Trucker-Klamotten auf Bäuchlings in der Mitte des Raums liegen. Ja, mit so einem total entspannten Gesichtsausdruck. Den würde ich dann wieder zu seinem Truck bringen, wo wir ihn hergegabelt haben. Ich sehe diesen Typen, ich habe natürlich weiterhin meine Hände, also meine rechte Hand tief in meiner Tasche, zeige mit der linken Hand auf den Typen so, auf den. Guck so erst Angela und dann Sam an. Ich hatte mehr Geschmack erwartet. Dann guck den Bruce so an. Dafür fängst du dir eine. Willy? Und er guckt so den Trucker an. Willy, ja. Du musst ihn wahrscheinlich kennen. Was zum... Und er geht so zu dem Trucker hin. Ja. Und er guckt halt so die beiden an. Ernsthaft? Keine Sorge. Und dann zeige ich Richtung... John, der wahrscheinlich immer noch Anzeichen seines Hype... Er hat halt immer noch diesen Verband umgelegt. Und, ne,
Mach dir keine Sorgen. Oh Gott. Oh. Bruce redet sich so weg. Oh, I. Weißt du, wo dieser Willi wohnt? Oder ist er immer nur auf der Durchfahrt hier? Wenn der hier wohnt, dann weiß Bruce das. Ja. Stimmt. Der wohnt wahrscheinlich in seinem Truck. In seinem Truck, ja. Ja. Der Truck wird an der 64. stehen. Ja, er hat so eine Liebschaft hier in der Stadt, wo er manchmal schläft. Wenn die gerade ja, sich nicht streiten. Ja, dann macht Bruce dann, das würde dir aber nicht gefallen. Naja. Gut, dann ich kann ihn auch zu seinem Truck zurückbringen. Vielleicht schmeißt er den einfach auf eine Couch in der Lobby und. Nee, ich möchte ihn nicht hier so rumliegen lassen. Und dann bringe ich ihn zu seinem Truck zurück. Das war alles nur ein Traum. Bitte, aber krempelt immer das Hemd runter. Sorry. Ja, geht in den Nachbarraum. Passiert. Und er guckt so ein bisschen geekelt zu John rüber. Also so in die Richtung. Wie gesagt, John ist in dem Nachbarraum verschwunden. Wollte. Ach so. Sich wahrscheinlich was Neues anziehen, damit du da nicht mehr so eklig drauf gucken musst. Also mit dem Daumen hinten in den Raum. Was ist denn da passiert? Wer hat denn John das angetan, was ihm seit Jahren zusteht? Bruce guckt schon zu Isaiah. Er mit so einem, what the fuck? Von Angela gibt es nur ein Augenrollen. Hat Sam ihn eigentlich eben wirklich gehauen in Isaiah? Oder war das eine Drohung? Wenn du mich hauen möchtest, würde ich gerne ausweichen. Nee, ich glaube, ich habe es nicht gehört. Nein. Aber vielleicht angedeutet. Ja. Bruce auch. Vor allen Dingen wahrscheinlich nach deiner letzten Erfahrung mit Frauen, die da eine Keine gute Sache. Ja, das war wahrscheinlich eine Schrotflinte. Bruce macht große Augen. Was ist denn in den 4 Stunden passiert, die ich weg war? Meine Güte. Vor allem langsam auch. Ich hatte, der Tag hat schon schlimm angefangen. Gerade bei dir so, ja. Was in der Hölle? Ich bin durch die Hölle gegangen. Willst du die Geschichte erzählen? Ich würde mich um Willi hier kümmern. Okay, also. Womit fangen wir an? Ja, wir sind ein bisschen ausgerastet. Kommt so ein. Sorry, mehr oder weniger zu Isaiah, du hast es irgendwie verdient. Sieht das irgendwie häufiger? Das zweite Mal, dass ich ausgerastet bin. So in der Form. Ich neige meinen Kopf, als so dieses Sorry irgendwie so hinaus sage. Dafür, dass du dich bei mir entschuldigst, ist es mir wert. Davon kriegst du mir einen sehr seltsamen Blick. Du machst so einen Schritt weg von er, dir. Er bettelt ja förmlich nach mehr. Hallo? Hat er nicht schon vier Schaden, wenn du jetzt auch so austickst? Das ist gefährlich. Ich meine, es ist ja nicht so, als hätte unsere ganze Beziehung mit der Frage, ob sie sich entschuldigt oder nicht, angefangen. Ja, das stimmt. Naja. Dann haben wir aber mitbekommen, dass wir beobachtet wurden. Von einem anderen Vampir. Amanda hieß sie, oder? Wenn ich schaue so auf die anderen, die noch da sind. Amanda war ihr Name, oder? Ja. Die arbeitet im Auftrag vom Sheriff und ist damit beauftragt worden, uns zu beobachten und wollte im Endeffekt einen Deal. Sie hilft uns mehr oder weniger und verpfeift uns nicht und dafür müssen wir halt ja auch so alles so sagen, was wir wissen, was sie nicht weiß, was für sie interessant ist, Nosferatu halt. Und ja, wir sahen uns halt schon gezwungen, so den Deal mit ihr einzugehen, weil ich glaube, wir wollen alle nicht, dass die Camarilla hier weiß, was wir tun. Übrigens, war nicht das aufgefallen ist, die Vögel sind von ihr. Bruce macht so ein großes. Ich hab's gewusst und tritt einfach auf den Boden. Verdammte Scheiße nochmal. Du siehst so ein großes Oh bei Bruce und Isaiah gleichzeitig so.
Na, gucken das ist scheiße noch eins. Gucken wir uns so an, so. Also ihr wurdet dadurch auch überwacht und so. Die Vögel haben sich extrem merkwürdig verhalten. Schon. Und das Amanda verhält sich auch echt komisch. Aber ich befürchte, so werden wir alle irgendwann ein... Ich fand Amanda jetzt ganz normal. Sag das der Dicke. Ja. Der damit auch wieder aus dem Nichts auftaucht, übrigens. Er hat es schon wieder gemacht, okay. Ja. Da gewöhnt man sich dran. Naja, und... Entschuldigung. Kein Problem. Ja. Was haben wir noch herausgefunden? Was hat sie uns alles gesagt? Sie hat uns gesagt, wo dieser Treffpunkt, wie heißt das nochmal, der Vampir ist? Elysium. Das ist Elysium, genau. Wo ist das? Und wo ist das? Das war zumindest mal ein Theater. Wurde aber wohl länger nicht mehr benutzt, zumindest nicht von dem, was sie weiß, was halt schon auffällig ist. Ist das Theater das gewesen, wo ich jetzt mit dem Mr. Pnava war, oder war das ein Ober? Nee. Was war das nochmal? Ja, es war so eine Veranstaltungssaal, mehr oder weniger. Also mehr oder weniger auch ein Theater, aber nicht das Theater der Stadt. Weiß ich denn, wo, also ist das das Theater, wo, da diesen Park oder so? Oder? Ja, genau, in der Mitte der Stadt. Ja. Da, wo auch die, ich weiß gar nicht, da warst du nicht bei, aber Dr. Angela hat ja, glaube ich, eine Warnung gekriegt, dass man da nicht hingehen soll. Von der Dame im Obdachlosenheim. Ja. Okay. Was ist noch passiert? Ich gehöre jetzt zum Klüngel von denen. Und als Gutwillen hat Amanda uns von einem Stalker von unserer Samantha erzählt, der wohl ihr was weiß ich, wie lange hinterhergefahren ist. Und um den sollte John sich kümmern, aber da wusste wohl, dass sich jemand bei ihm melden wird und hat ihn mit einer Schrotflinte im Bauch begrüßt. Ui. Oha. Ist schlecht. Ja. John kommt gerade wieder mit einem frischen Hemd wieder rein. Zum Glück habe ich ihn gefunden, bevor ihn irgendwer anders gesehen hat. Ich hatte hier noch so einen Zettel im Revers stecken. Ich glaube, der ist für dich, Sam. Okay, was steht drauf? Ja, steht irgendwie drauf Initialien. Ich glaube, Danny, Donald, Nanny, DN müsste es dann sein. Also D plus S, Forever in Love steht da. Und dann steht nochmal drunter, so schnell lasse ich dich nicht gehen. Kann ich nur mal gerade ganz kurz anmerken, dass Sam, also OT, dass Sam jetzt schon zwei Stalker hat? Zwei? Andrew? Ja. So, Entschuldigung, aber nur weil er ist jetzt nur ein regeltechnischen Stalker, ja. Andrew hat den Eindruck eines Stalkers erweckt, aber. Ja, also, entschuldige, aber jemanden von. Sie ist 5 Jahre alt, die mag ich. Beobachte sie jetzt. Zu beobachten. Na gut. Ja. Meine Güte. Oh, wir haben uns um ihn gekümmert und jetzt sind wir hier und müssten überlegen, was wir tun, in was für einer Reihenfolge, weil irgendwie häuft sich alles hier. Ich denke, für uns ist es auf jeden Fall erstmal back to basics. Wir müssen gucken, dass wir den Bürgermeister im Amt halten, denn dafür haben wir nur noch, ich gucke auf meine Uhr, wenig Zeit. Und ja,
dann. Ich glaube, wenn wir eh zusammenarbeiten, sollten wir alle unsere Informationen auf den Tisch packen. Ich gucke so ein bisschen in die Runde. Sam ist gerade da oder ist sie wieder da? Es sind alle da. Alle auch. Oder? Nee, Sam wollte ja den Typen. Billy wieder zu seinem Truck bringen. Ja, aber das dauert ja nicht lange, der ist ja. Genau. Sam jetzt quasi wieder da. Ich würde ihm noch irgendwie im Snackautomaten irgendwas ziehen und noch mit dazu packen, dass wenn er wieder irgendwie. Oh. Was ja. Eisenhaltiges. Doch nicht so herzlos, die Dame. Bei Menschen eigentlich, ne? Nicht unbedingt. Das schlägt Andrew vor oder John? Das mit dem, alle Informationen auf den Tisch landen. Ich guck so in die Runde und sage, Andrew, versteh mich nicht falsch. Und ich zeige so auf alle von Sam bis Angela, außer Bruce und mich. Aber ihr seid ja offenbar jetzt ein Klüngel. Richtig. Wie stellt ihr euch das vor? Auf einmal, vor kurzem waren wir noch Sams und Andrews kleine Clique und wir drei anderen und auf einmal seid ihr jetzt diese Clique, Bruce und ich. John stellt sich so neben Angela. Ich hab sie gefragt. Nimmst du seinen Arm? Ja, das hast du. Grinst Richtung Isaiah. Du musst verfolgt, dass du interessiert. Ja. Eifersüchtig. Du hättest doch Blumen mitbringen sollen. Ich ignoriere das gekonnt. Und, naja. Wir haben ein gemeinsames Ziel, meint Andrew. So stelle ich mir das vor. Ups. Oh, da ist sie weg. Und wieder da. Kommen zurück. Ja, war das ein Fall von falschen Knopf gedrückt? Nein. Button angeklickt, okay. Ja, Andrew sollte dann vielleicht auch noch erzählen, was es mit dieser Stadt auf sich hat. Ich glaube, das hatte Angela bisher ja noch nicht erzählt. Noch nicht gesagt, nee. Und das ist eine Information, die durchaus vielleicht sehr interessant ist. Ich war vor einem halben Jahrhundert, vielleicht auch mehr, ich weiß nicht mehr genau, war ich schon mal hier. Ich weiß, dass man diese Stadt nicht mehr verlassen kann. Zumindest nicht ohne größere Opfer. Das fällt jedem von euch augenblicklich auf, als er so ein bisschen so ein Oh. Okay. Dafür ist diese Stadt sicher. Deswegen habe ich uns hierher gebracht. Du meinst so sicher wie dein ältester Kumpel kriegt einen Bauch voll Schrot und es gibt keinen Prinzen und keine Spur. Das letzte Mal, dass ich hier war, war das nicht so. Auch die ganze Sache mit der zweiten Inquisition war nicht so. Okay. Edo war ein, soweit ich das mit, ich habe nicht viel mitbekommen, als ich hier war. Erzähl doch bitte auch, warum du hier warst, wenn wir schon dabei sind. Er strengt sich so an und merkt es halt so, dass er versucht, in seine Erinnerung zu graben. Ich habe versucht, etwas herauszufinden über einen okkulten Gegenstand. Ja. Bruce ist voll verwirrt. Der Fuck. Ja, John atmet tief ein und aus. Möchtest du auch etwas dazu sagen, John? Ich weiß nicht, ob ich das sollte. Es
wenn er wieder alles weiß, fängt die Sache wieder von vorne an. Schaut so Richtung Sam. Es könnte um unser Leben gehen. Ich weiß jetzt nicht, ob die richtige Zeit für Geheimnisse ist, aber wenn das, was auch immer mit Andrew immer wieder passiert, mit dem diesem Gegenstand und der Stadt und dass man hier nicht raus kann und so zu tun hat, ich finde, wir sollten das wissen. Es hat mit der Stadt an sich nichts zu tun. Aber warum soll ich dann nicht daran erinnern? Eben. Weil er dann wieder bekloppt wird? Nicht so ungut, Andrew. Schaut dich so an. Finstert so ein bisschen in deine Richtung. John nickt aber nur. Er hat damals mit seinem Verstand bezahlt, als er hier rausfing. Oder du schreibst es auf, dass wir es lesen können. Dicker, geh mal mit Andrew kurz ein Ründchen drehen oder so. Ich glaube, Andrew hat da auch ein Mitspracherecht. Immerhin geht es um. Ich will das wissen, meinte. Andrew, kannst du es riskieren, dass etwas dich wie oft schon, meinte. Verrückt macht? Wie oft? Ich will das wissen. Hunderte Male? Seit Sam da ist, fast täglich? Ich guck mal so auf meine gepackte Tasche. Das hört sich exzessiv an. Bruce murmelt seine, wow, das ist hart. Willst du das wirklich wissen? Ja, man sieht jetzt Andrew irgendwie auf und ablaufen im Raum. Sich nicht sicher sein. Man merkt es irgendwie, er ist sehr verunsichert. John, sag mal, hat Andrew dir jemals vielleicht etwas Schriftliches gegeben oder sowas? Irgendetwas, woran er selber erkennen könnte, das, was John macht, ist in meinem besten Interesse? Ganz der Anwalt. Geht rüber in den Nachbarraum, kommt wieder, zeigt, hat so ein Polaroid halt in der Tasche, holt das raus, zeigt das Andrew. Andrew schaut dann so Richtung Isaiah, meint, nickt. Steckt das Polaroid wieder weg. Kann ich das sehen? Oder? Ja, das ist halt so nur ihm gezeigt. Ich streck so meinen Hals so. Die kriegen, glaube ich, gerade alle einen langen Hals, oder? Was ist das? Was du gesehen hast, dass da zwei Leute drauf sind. Also zwei Personen drauf sind. Und halt ein bisschen, als unten da gehört, gibt es ja immer diese Spalte bei den Polaroids, da war was draufgeschrieben. Okay. Wir sind ein Klüngel, wir passen aufeinander auf. Und es wäre auch die Zeit gekommen, in der ich Angela alles sage, aber wir hatten noch keine Zeit dafür bis jetzt. Und ihr beide, tut mir leid, aber das ist zu privat. Bruce, hebt so die Hände hoch. Wow, alles okay. Andrew, aber John, Sam, Angela und Dicker, ich versteht mich nicht falsch. Ich verstehe, dass das eure Privatsache ist, aber wenn wir hier zusammenarbeiten wollen, dann diese Stadt, offenbar ist irgendetwas mit dieser Stadt faul. Ja? Und wenn wir hier zusammenarbeiten wollen, das zu unserem Vorteil zu drehen,
und diese Sache irgendetwas mit eurer Privatvergangenheit zu tun hat. Die Sache hat nichts damit zu tun. Na gut. Ja, aber dieser okkulte Gegenstand doch irgendwie schon, oder? Ich würde gerne sowas wie, ich weiß nicht, wie das hier heißt. In Dungeons & Dragons würde es Insight heißen. Naja, gibt's. Würdest du Insight? Ja. Ja, ich würde gerne sowas würfeln und wissen, ob der mich anlügt. Wits und Insight, gebe mir einen Moment, damit ich das alles eintippen kann. All. Kein Ding. Chat wartet auch schon gespannt. Zwei Erfolge. Das ist mir ein Erfolg zu wenig. Ich würde dir es zugestehen, dass du das lesen kannst, aber mit einem Clou, dass er das mitkriegt. Ja, das ist okay. Er sagt nicht ganz die Wahrheit, er verheimlicht noch was. Und ich gehe noch einen Schritt auf Andrew zu und sage, hör mal, also John, Andrew, spreche die quasi beide an, so, hört mal. Ich kenne mich mit Okkultismus nicht aus. Aber ich schon. Wenn ich eine Sache gelernt habe in diesem halben Dreivierteljahr, dass ich jetzt Vampir bin, diese Dinge sind verbunden. Und was auch immer in dieser Stadt abgeht, ist garantiert auch mit eurem Scheiß verbunden. Und also das fällt euch jetzt auch wirklich allen auf. Isaiah gestikuliert nur mit der linken Hand. Die rechte ist weiterhin tief in der Tasche. Das bringt ja auch verwirrte Blicke. Ja. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass was auch immer ihr hier euer Privatschatz, dass das nichts mit dieser Stadt zu tun hat. Was hast du mit deiner Hand gemacht? Das. Danke, schön. Ich wusste, Dr. Angela ist eine gute Ergänzung für den Klüngel. Er hat sich verbrannt. Was? Also er dreht sich zu Angela um. Und hat wieder dieses. Es geht schon scheiß an. Dreht sich zu los an. Halt die Klappe! Halt die Klappe! Entschuldigung. Wie war das mit dem keine Geheimnisse voreinander haben? Ich habe nie gesagt, keine Geheimnisse vor euch haben werde. Vielleicht solltest du es sagen. Wenn es etwas so Unkonsequentes wie eine Verletzung ist, dann frage ich mich aber, was du nicht geheim halten würdest für uns. Und also er nimmt halt die Hand aus dem aus der rechten Tasche und hat halt immer noch diesen braunen Lederhandschuh an, was halt eigentlich extrem unhöflich ist. Und zieht halt so den Ärmel so runter und kannst halt so eine dreifingerbreite Schicht. Es ist einfach Brandblase über Brandblase über Brandblase. Also. Hässlich. Darf ich mal? Darf ich es mir genauer anschauen? Ja, wahrscheinlich so gerade so diese beiden Ärzte, Sunny ist da so. Da gibt es so eine Salbe von Ratiofarm. Ich gucke es selber so an. Das würde ich lieber. Also, wenn du jetzt ein Mensch wärst, hätte ich erstens gefragt, wie du noch stehst, und zweitens dich direkt in ein Krankenhaus eingewiesen. Wie zur Hölle kriegst du. Du fragst es lieber die Ärzte. So eine Verbrennung. Dir ist schon klar, was ich gemacht habe, oder? Nein, du siehst aus, als wärst du Anfang 20. Ja, und ich gehöre zu den Leuten, die fucking die Menschen von der Straße kratzen, bevor sie überhaupt erst einen Arzt zu Gesicht bekommen. Bloß mal große Augen. So. ich nehme jetzt auch ganz bewusst die rechte Hand, zieh den Handschuh so ab und ihr seht so ein, zwei von diesen Brandblasen, so zieht halt die Haut mit.
nickt so. Bitte entschuldigen. Ich wusste nicht, in wessen Präsenz ich mich befinde. Und halt hier so meine, also die Hand ist halt wirklich, also jeder Quadratzentimeter ist mit Brandblasen überdeckt. Ich wusste nicht, wem ich, wessen Dienst ich abschlage. Und da hält sie dir jetzt wirklich so vor die Nase. Ja, ich hab schon Ähnliches gesehen, also von daher schockiert mich das jetzt nicht besonders. Ich wollte dich nicht schockieren. Wahrscheinlich selten bei Leuten, die noch wohl auch. Die Leute, die sonst solche Verbrennungen haben, sind eher irgendwie nicht mehr so ganz bei Bewusstsein oder am Schreien wie bekloppt. Könnt ihr mal aufhören, darüber zu reden? Bruce so an der Wand. Der Dicke läuft so neben Bruce und hält ihn so ganz ruhig. Bruce patscht so die Hand weg. Okay. Mir ist es geschafft, dich dermaßen zu verbrennen. Würdest du mir glauben, wenn ich dir sagen würde, dass mir langweilig war und ich meine Hand über den Gasbrenner gehalten habe? Nein. Schade. Ich würde dir es glauben, wenn du jetzt noch irgendwelchen Substanzenmissbrauch dazu betreiben würdest, aber das funktioniert bei uns ja nicht mehr so hundertprozentig. Also, ja, solche Leute gibt es, die auf irgendwelchen fiesen Drogen völlig fasziniert ihre Hand in den Gasbrenner halten, aber nein, dir nehme ich das nicht ab. Ich würde jetzt am liebsten fragen, was du denn getan hast, bevor du hier warst, aber ich denke, das wirst du uns genauso wenig sagen wollen. Aber verlangen, dass wir persönliche Dinge teilen. Ich habe mir gedacht, ich mache eine kleine Spritztour. Ich muss mich mit jemandem treffen. Jemandem, der mir viel zu sagen hat. Und jemand, der dich nicht sonderlich zu mögen scheint. Lass mich ausreden. Diese verfickte Stadt hat ein Ortsschild. Wenn man nach Nordosten rausfährt, in der Wüste, und wenn einer von uns und unserem Schlag einen Zentimeter über diese verfickte Grenze geht, dann passiert das. Ich würde zu Andrew schauen. Ich auch. Bruce auch. Und, in John Moment, auch. Ich drehe mich auch zu Andrew um und zeige mit diesem brandblasigen Finger auf ihn. Und deshalb glaube ich kein Wort von dem, was du sagst darüber, dass dein okkulter Scheiß nichts mit dieser Stadt zu tun hat. Mich würde jetzt vor allem interessieren... Ich habe gesagt, man kann die Stadt nicht verlassen. Ja, damit hattest du recht. Aber mich würde jetzt wirklich interessieren, was du getan hast, dass du die Stadt wieder verlassen konntest. Wenn ich mir das so anschaue. Bruce schaut zu Sam mit dem interessant. Ding so. Ja, das hat mich auch interessiert, ehrlich zu sein. Und dann verstummt er wieder so. Oh. Ich habe mit meinem Verstand bezahlt. Muss mich voll beherrschen, um keinen dummen Kommentar zu machen. Ich schaue dann vor allem so zu John. Ja, ich. Ist das. Ich wusste, dass John auch vor der Stadt auf mich wartet und ich wusste, dass er, wenn er bestimmte Dinge löschen kann, das nicht so große Auswirkungen haben würde. Und diese Scheiße machst du jetzt schon seit einem halben Jahrhundert mit? Länger. Ach, warum nochmal hast du uns überhaupt in diese Stadt geführt? Weil es hier sicher ist. Es war sicher. Es war sicher. Vielleicht hättest du dich vorher informieren sollen. Weil so ist diese Stadt eine verfickte Todesfalle. Diese Stadt gibt es nicht. Wie hast du sie beim ersten Mal gefunden? Ich meine Studien. Wo wir bei deinem Thema waren? Worum ging es in deinen Studien? Und warum betreibst du sie? Schaut Richtung Isaiah. Richtung Bruce. Sie ertappt. Oh,
Okay, pass mal auf. Ich gucke zu John. Gibt's bei euch irgendwo einen Mitgliedsantrag? Was muss ich machen? Andrew geht nach vorne und meint, okay. Wir haben größere Probleme in diesem Kaff hier als Auseinandersetzungen zwischen Vampiren, die eigentlich an einem Strang ziehen sollten. Da verstehen wir uns. Isaiah, Bruce. Was ich jetzt erzähle, verlässt diese Räumlichkeiten nicht. Sollte ich davon Wind kriegen, dass ihr diese Information gegen mich oder gegen einen meiner Klüngelsmitglieder benutzt. Der Dicke ist sehr gut darin, Leute zu finden und so. Ihr wisst. Das kann ich bestätigen. Ich werde Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um euch zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen. Brauchst du dir bei mir keine Sorgen zu machen? Das ist absolut akzeptabel. Verratest du meine Sachen? Erzähl, John. Ich kann ja nicht. Ja, John meint dann... Ihr wisst, dass viele von uns Dinge haben, die uns ticken machen, die uns daran erinnern, wer wir sind. Andrew hat alle verloren. Bis auf einen. Zumindest halbwegs. Was heißt ja halbwegs? Er hat sich immer schon mit okkulten Studien befasst und ihr haltet es vielleicht für Humbug oder religiösen Schwachfug, aber es gibt so etwas wie Reinkarnation. Seelen, die zurückkehren. Andrew lebt lange genug, um eine Seele wiedergefunden zu haben, die er längst verloren glaubte. Schaut Richtung Sam. Und dann haben wir beide, guckt Richtung Dicken, ihn gezwungen, diese Seele wieder zu opfern. Und zum Vampir zu machen. Ihr Idioten. Es war nicht meine beste Idee. Die Alternative wäre gewesen, wir bringen dich um. Das hätte er uns nie verziehen. Habt ihr es nicht vielleicht sogar schon probiert? Nein. Ich erinnere mich ja an so einen Unfall, an so einen mysteriösen. Nein, das waren wir nicht. Ich habe versucht, dich aus der Gleichung rauszuhalten. Deshalb habt ihr mich verfolgt? Andrew wollte nicht von meiner Seite weg. Und den Quatsch in der U-Bahn angestellt? Da war alles schon verloren. Warum war da schon alles verloren? Weil die zweite Inquisition hinter dir her war. Ich habe ihnen kein Wort von euch gesagt. Noch nicht. Ihr Idioten. Du weißt ganz genau, dass du das verkackt hast, mit meinem Kopf rumzuspielen. Ich habe ihnen gesagt, dass ich Andrew kenne. Ich habe ihnen nicht gesagt, dass Andrew bei uns im Krankenwagen war. Woher sollten wir das wissen?
Hättet ihr vielleicht mal auf euren Chef gehört? Er ist, was sowas angeht, nicht zurechnungsfähig. Er sieht in dir Katharina. Seine große Liebe. Kurze Frage, OT. Ist Andrew immer noch hier im Raum? So, ja, der sitzt, hat sich gerade in den Sofa fallen lassen. Und reibt sich so mit den Händen in die Schläfen. Und wenn wir mit dem Gespräch fertig sind, werde ich auch dieses Gespräch wieder aus seinem Kopf löschen und ihr werdet den Teufel tun, um ihm das wieder erzählen. Unter keinen Umständen. Für ihn ist Samantha Katharina. Und also das ist eines der ersten Male, dass man bei Isaiah so echtes Mitleid sieht. Er guckt halt Sam an. Ich glaube, du hast wirklich die mieseste Hand gezogen, die man in diesem Leben sehen kann. Mir leid. Damals hier in dieser Stadt ist er auf der Suche gewesen nach diesem okkulten Artefakt, um Katharina wiederzubeleben. Da kannte er Sam noch nicht. Sie war da, glaube ich, noch gar nicht geboren. Ja. So viel Mathematik solltest sogar du beherrschen. Und Andrew reibt sich wieder die... Aber es hat funktioniert, nicht wahr? Ich weiß nicht, was du hier gemacht hast, Andrew. Aber ein paar Jahrzehnte später gab es Sam. Also könnte das damit zu tun haben. Also, was du mir sagen willst, ist eigentlich, dass Andrew in diese Stadt gekommen ist, es geschafft hat, Katharinas Seele aus was auch immer für ein Nachleben zurück in diese Welt zu zerren und also er weist so auf Sam. Dann das? Ich wusste nicht, was ich tue. Das nimmt das mit sich. Was sich um Sam dreht, ist verschwommen in seinem Geist. Ich habe so oft darin herumgefuscht, dass ich gar nicht mehr nachverfolgen kann, was ich ihm jetzt wann irgendwo mal eingepflanzt habe. Ich versuche es immer relativ einfach zu halten, aber es sind hunderte, wenn nicht sogar noch mehr Male, die ich Dinge pflanzen musste. Und wenn ich es nicht tue, verfällt er wieder in diese Studien und versucht Katharina wieder hervorzuholen. Erst recht, wo er begriffen hat, dass Sam jetzt auch weg ist. Dass die Katharina, die er in Sam gesehen hat, ersetzt wurde durch das Tier in Sam. Da könnt ihr euch mal bitte an die eigene Nase fassen dafür. Ich sag ja, das war nicht unsere beste Idee. Schaut Richtung Dicken. Das war eine beschissene Idee. Wobei die Frage ist, wie gut das jemandem tut, der sowieso schon so ein bisschen fertig mit der Welt ist, diesen Ankerpunkt nochmal zu verlieren und danach vielleicht nochmal und danach vielleicht nochmal. Was soll ich tun? Soll ich ihn gehen lassen? Er ist mein Freund. Ich schulde ihm mein Leben. Wir sind ein Klüngel, wir passen aufeinander auf. Ich habe damals im besten Wissen und Gewissen gehandelt. Aber es war ein Fehler. Ja. Nein. Andrew, bitte. Nein.
Der dicke Stapf drüber setzt sich neben Andrew auf die Couch und fragt. Ganz ruhig. Tja. Andrew, sag, willst du das vergessen? Was vergessen? Das, Katharina, was wir gerade vergessen? Besprochen haben. Das, was wir gerade besprochen Katharina haben. Katharina nicht vergessen. Ich muss aber weiterleben. Ich muss sie finden. Ich habe es schon einmal geschafft, sie zu finden. Ich werde es wiederfinden. Lasst mich, setzt den Dicken weg und geht in den Nachbarraum, also versucht in den Nachbarraum zu gelangen. Aber dann wirst du sie wieder verlieren. Dann wirst du wieder nein, nach nein, suchen, nein, wirst ich du finde wieder sie verlieren. Ich finde sie, ich finde sie. Bleib dann so vor Sam stehen. Da. Katharina. Ja. Komm, lass uns nach drüben gehen. Und ich würde John dann so mit dem Kopf so, also mit Andrew ins Nachbarzimmer gehen und John so dieses, komm mit. Ja, folgt. Und wir machen die Tür hinter uns zu. Tu, was du tun musst, John. Ich kann gerade nicht. Wir müssen warten. Wie können wir so lange sicher sein? Wir müssen einfach auf ihn aufpassen. Bis ich das hier verdaut habe. Pass dann auf ihn auf. So. Ja, dann sitzen Andrew und ich erstmal hier fest. Ich gehe gleich raus, keine Ahnung, mit Angela oder so und suche mir noch was zum Trinken oder so. Andrew, ich komme gleich wieder. Ich verabschiede nur noch John. Und will mit John wieder rübergehen ins Wohnzimmer. Mhm. Seid ihr wieder bei allen anderen. Ich möchte ihn gerne wirklich am Kragen packen. Ja. Und ihm sagen, sollte Andrew das nochmal schaffen, dann macht nicht wieder so einen Scheiß, wie ihr es mit mir gemacht habt. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Nein, ich meinte jetzt dich und den Dicken. Das Gute ist, diesmal sind wir ja alle live dabei. Und Isaiah tritt so zwei Schritte nach vorne. Das so gut ist, weiß ich nicht. Wenn das Ganze nicht sowieso einfach nur ein Zufall war. Was wir ja im Endeffekt überhaupt gar nicht wissen. Und also, ich kenne mich ja mit der ganzen Sache nicht so wirklich aus. Ich habe auch mit dem ganzen Okkultismus nicht viel zu tun, aber passiert sowas häufiger, dass man irgendwelche reinkarnierten Leute aus seinem vorigen Leben wieder trifft? Nein. Davon habe ich keine Ahnung. Andrew behauptet, aber dass es so ist. Dieser Idiot hier sollte kapieren, dass wenn das wirklich nochmal passieren sollte, dass es dann vielleicht keine gute Idee ist, die Person nachts durch die Gegend zu hetzen und in eine U-Bahn wahllos Leute zu töten. Ich habe doch schon gesagt, das war nicht unsere beste Idee. Das reicht nicht. Jetzt ist Bruce gerade wirklich, also, der kann gar nicht mehr, der guckt ihn so an. Und schaut den sich so jetzt genau an, diesen John. Mhm. Ich glaube, den hat er auch vorhin noch nie gesehen, oder? Ich glaube, John habt ihr noch nie getroffen. Doch, der war auch so bei den großen Meetings Treffen dabei. Ja. Guckt den sich so an. Was?
Bruce geht aus der Tür raus. Ich glaube, gerade hat es eigentlich gar keinen Sinn, sich da weiter drüber zu unterhalten. Das Einzige, was wir damals wollten, ist Sam von der zweiten Inquisition fernhalten. Das hat Andrew uns aufgetragen. Habt ihr ja gut geschafft. Wir mussten und schnell handeln. Perfekt, jetzt sind wir in einer Stadt, wo die zweite Inquisition ist und wir nicht mal abhauen können. Hätte ich das gewusst? Was mich aber auch gerade fragt, die zweite Inquisition kann dann auch keinen von uns rausbringen. Richtig. Das heißt, dass alle, die gefasst werden, so, also. Weil vor allen Dingen heißt das, dass Ido immer noch in der Stadt ist. Er ist nicht einfach gegangen. Oder er ist tot. Und in dem Augenblick. Oder er hat genau das Gleiche gemacht, was Andrew gemacht hat, um aus der Stadt zu kommen. Und wir wissen nicht, was das ist. Oder. Ja, Bruce kann ja nochmal Mr. Pranava ins Spiel bringen. Der war ja auch angeblich mal da, mal nicht da. Das stimmt. Ihr seht gerade, wie Angela quasi so ein bisschen. Hallo, könnt ihr mich hören? Ja. Ich habe gerade wieder so ein Super-Ping. Okay. Ja. Geht gerade. Okay. Also. Aber Bruce ist, als er das mit den Leichen in der U-Bahn gehört hat, ist er rausgegangen. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Nee, ja, hat man nicht. Haben wir gehört. Ich hab's nicht mit. Bruce ist immer nicht aus der Tür und so vor die Tür. Wenn keiner gehen kann, dann muss Adam hier auch noch sein. Ich drehe mich kurz um zu der Tür, wo und mach die Tür kurz auf. Guck so, steht Bruce da noch? Jetzt weiß ich gerade nicht, wo will er dann stehen? Also er würde dann nach draußen gehen wollen. Ja, ist halt ein Apartment oberhalb. Du stehst dann auf so einem Rundgang wahrscheinlich. Oder gehst halt die Treppe runter und bist dann halt unten auf dem Parking-Lot quasi. Ja, er wird dann mal hingehen und irgendwas, keine Ahnung, wenn ein Kaktus ist oder so, den mal kaputt treten wollen. So ein Geranienfels. Ja, und hast dich so nicht schläfen? Da sitzt so ein Rabe irgendwo oben auf dem Dach. Wenn ein Stein ist, dann schmeißt er den jetzt ab. Ja. Schmeißt den Richtung Rabe, der flattert vorher weg. Ja, und kratzt sich so den Kopf und. Los. Kannst du. 5 Minuten. 5 Minuten. Okay. Ich weiß, wie du dich fühlst, aber das ist die neue Realität. Dann mach ich die Tür hinter dir zu. Nein, weißt du nicht. Tür ist zu. Aber Angela wollte noch was sagen, gerade eben. Ja, ich hab nur gerade darüber sinniert, dass Adam ja auch. Dann nicht weg sein kann, ja. Nicht weg sein kann. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er. Das Adam? Also, fragt er sehr. Mein Sire, der mich hier abgesetzt hat. Mir eine Nachricht hinterlassen hat, dass wir jetzt getrennte Wege gehen. Vielleicht hat er sich auch in ein 60 Meilen schnelles Auto gesetzt und ist durch die Barriere gefahren und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Das könnte sein. Ich habe fast das Gefühl, dass wir davon etwas mitbekommen hätten. Ja. Wir können mal nach Berichten von ausgebrannten Autos gucken. Oh. Ich habe sowieso so deine Hand hat. Ist das wirklich wie Feuer heiß gewesen? Oder. Weil ich kann mir das halt nur nicht vorstellen, wie. Ich weiß nicht. Wie oft du schon Sonnenlicht ausgesetzt warst. Zum Glück noch aber gar nicht. So ungefähr. Okay. In dem Moment kommt Bruce wieder rein. In dem Fall auch nicht so zusammengesunken, sondern
Man merkt ihm seine Wut ein wenig an. Dann haut er auch so die Tür auf. So. Entschuldigung. Ich liebe das. Bruce ist sauer, macht die Tür auf. Entschuldigung. Entspannter Typ. Du musst höflich dich nicht dafür entschuldigen, Bruce. Kommt man noch nicht damit? Seit anderthalb Wochen tot und jetzt mache ich gleiche Sachen mit Mördern? So auf John. Das war kein Vergnügen, glaub mir das. Habt ihr alle. Was ist euer Problem? Guckt sie in die Runde. Habt ihr es schon vergessen, dass ihr mal menschlich wart oder so? Also, wenn John noch da ist, dann guckt er vor allem dir. Also. Wir sind aber keine Menschen, Bruce. Aber wir können doch menschlich sein. Das versuchen wir gerade. Was tut nicht der Typ, der irgendeine U-Bahn abgeschlachtet hat? Laut ihren? Ja, das war nötig. Und wie ich Samantha schon gesagt habe, das war nicht unsere Schuld, das war ihre Schuld. Sie hätte nicht einsteigen brauchen. Ja klar! Ja klar! Na klar! Danke, Bruce, dass du das... Wenn eine junge Frau verfolgt wird von zwei seltsamen großen Typen, mitten in der Nacht, ist es total unlogisch, dass sie in eine U-Bahn steigt. Ja klar, dass sie zu Menschen hingeht. Ich habe dir damals schon gesagt, dass die auf dich gehen. Ja. Wir hätten die ganze Situation ganz ruhig lösen können damals, ohne Tote. Mhm. Natürlich, ich höre Schüsse vor meinem Haus, gehe aus der Wohnung raus, oder ich will aus der Wohnung rausgehen und dann packt mich jemand von hinten. Natürlich wehrt man sich da nicht. Nein, also es ist völlig unlogisch. Natürlich läuft man nicht weg. Bruce schaut total entgeistert diesen Typen an, so. Ah. Ich bin schuldfrei. Ihr habt doch alle irgendwelche so Mind-Changing-Kram-Fähigkeiten. Hättet ihr das nicht einfach nutzen können? Doch. Warte mal, lass mich drüber nachdenken. Ja, aber der Herr hat's verkackt. Blöderweise konnte ich mich an gewisse Dinge wieder erinnern. Ich hatte das aber eigentlich mit Andrew geklärt. Ich habe ihm gesagt, ich will ihn nicht mehr sehen, ich will ihn nicht mehr hören, ich will gar nichts mehr. Er soll mich einfach in Ruhe lassen. Und wie gesagt, dann liege ich nachts in meinem Bett, höre Schüsse auf der Straße. Ich bin darauf trainiert, Leuten zu helfen. Ich bin Notfallsanitäter. Natürlich gehe ich nachgucken, was los ist. Und gerade, wo ich zur Haustür raus will, werde ich von hinten gepackt und hochgerissen. Das war die zweite Inquisition. Ich wusste damals gar nichts von der zweiten Inquisition. Das ist Sinn und Zweck dieser Organisation, dass sie niemand kennt. Ja, aber du hättest ja vielleicht auch irgendwann mal was zu mir sagen können. Hättest du mir geglaubt. Statt mich dann einfach zu verfolgen. Hättest du mir geglaubt. Ja, also. Berechtigte Frage. Hättest du die Leute in der U-Bahn töten müssen? Nein, wenn du mitgekommen wärst. Und das habe ich dir damals auch gesagt. Du hattest die Wahl. Mhm. Und du solltest vielleicht mal lernen, dich in die Situation von anderen reinzuversetzen, warum ich nicht mitgekommen bin. Scheint dir das immer noch so unlogisch? Wie gesagt, das war nicht unsere Glanzszene, aber wir mussten schnell handeln. Wir hatten nicht viele Optionen. Hättet ihr euch einfach verziehen können. Und die zweite Inquisition mit dir zu alleine lassen? Nein. Ich hätte doch da nicht gewusst, wo ihr hingegangen seid. Was hätten sie denn erfahren sollen? Sie hätten dich mitgenommen. Sie hätten dich von Andrew getrennt. Und das hätte ihr nicht was. Das hätte ihn ganz kaputt gemacht. So ähnlich wie jetzt. Nee. Also, was ist jetzt gewonnen? Gewonnen? Das verdammt nochmal wusste ich doch damals nicht. Wie soll ich denn das? Ich kann nicht in die Zukunft sehen. Bin ich mal Kavianer oder was? Ich gehe mal. Alles scheiße gelaufen,
aber ich glaube, wir sollten uns langsam mit dem Jetzt und der Zukunft befassen. Sam, vielleicht siehst du es mal von der Perspektive. Die Alternative wäre gewesen, dass du in irgendeinem CIA-Folterkeller aufgewacht wärst und die drei dann irgendwann in einem Suizidkommando das Zehnfache von den Menschen, die jetzt gestorben sind, umgebracht. Ich weiß, es hätte besser gehen können, aber es hätte auch schlimmer gehen können. Bin ich vielleicht immer besser. Noch ein Mensch gewesen? Weißt du? Ich habe mir das hier nicht ausgesucht. Ich weiß. Keiner von uns hat sich das ausgesucht, aber weißt du? Naja, Bruce, ich glaube, so ein bisschen. Ich glaube ganz ehrlich, und ich zeige so auf die Tür, wo hinter der halt Andrew sitzt. Ich glaube, daran gab es keinen Weg vorbei. Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube nicht an das Schicksal, aber ich glaube, dass es für manche Dinge keine Alternativen gibt. Das gehört dazu. Ich glaube, das ist, wenn ich auf die Uhr gucke, gerade ein sehr schöner Satz, mit dem wir die Folge heute beenden können. Danke dafür, ICR. Yeah, Venture mit dem letzten Wort. Sehr philosophischer, sehr überlegt. Ja, ich habe im Chat gelesen zwischendurch ganz viele Uffs. Ja, das ist schön, weil ja die Geschichte echt ja nicht einfach ist. Geufft. Ja. Und sie jetzt ja schon ganz schön lange gehütet wurde. Ja. Das in dem kranken Hirn von Feramin und mir entstanden ist. Ja, und ja, aber schön, dass das irgendwie jetzt mal Thema war und ja, schauen wir mal, wie es so weitergeht. Ich meine, da ist immer noch Klärungsbedarf jetzt ja unter den. Aber ich finde die Folge war jetzt ganz schön, um auch für alle nochmal so auch dieses ihr seid Klüngel, wir sind einzeln Thema, das war sehr, sehr schön. Ja, ich fand's sehr schön. Bruce hatte ein bisschen wenig Anteile heute, aber das ja. Bruce hat, glaube ich, den Schock seines Lebens bekommen. Mach nix, Bruce hat den Pub auf, der hat überhaupt keinen Bock mehr auf die Leute. Ach, ich kenne mal eben zwei Leute in der U-Bahn. Ja. Also unsere Zuschauer wissen es ja nicht, aber die anderen aus dieser Runde wussten nichts davon. Ja. Die wussten nicht, was da mit Andrew und Sam noch im Hintergrund ist. Ja, sehr schön. Ja, kommen auch schon herzlichen Dank für die Runde. Ja, bitte, bitte. Ja, ich hoffe, es hat auch, ohne dass es jetzt irgendwie großartig gut, es gab ja ein Reveal, ja, aber war ein bisschen weniger Action geladen und mehr so ein bisschen den Hintergrund beleuchtet, warum der Andrew so komisch drauf ist und ja. Plötzlich ergibt alles viel mehr Sinn. Er ist ein bisschen mehr als einfach nur ein, wie hat Claudine es damals genannt? Ich weiß gar nicht mehr. Emo, ja. Ja. So ein bisschen Emo steckt tatsächlich in ihm, aber naja. Ja. Es hat alles seine, ja. Ja, also ich finde das immer schön, das kann man auch gut als Beispiel nehmen, wenn ihr mal Charaktere baut mit eurem Spielleiter oder so, solche Geschichten irgendwie im Hintergrund spielen zu lassen, das kann sehr stark wirken, das hat man, glaube ich, heute gesehen. Ja, deswegen, Isaiah, mach mal deine Hintergrundgeschichte fertig. Ja. Es ist schon ungefähr eine DIN-A4-Seite geschrieben. Wenn du die im Frühling spielen lassen würdest, könntest du sie noch als Spring Break einreichen. Ja. Richtig, ja. Nachdem es im Adventskalender nicht geklappt hat. Ja, das war ein bisschen ambitioniert. Ja, ich muss mal gucken. Ich würde es eigentlich gerne raushauen, aber da fehlt noch ein bisschen Hand und Fuß. Das ist das erste Mal, dass ich eine Kurzgeschichte schreibe, die eigentlich auch mehr als eine Person lesen soll. Wir geben dir Zeit, denn was lange wert wird, glaube ich, ganz gut. Ja. Züdi lobt auch nochmal Feramins Spiel heute, das kann ich nur unterstützen. Ja, sehr schön. Ich fand auch Dr. Angela sehr, sehr schön. Ein Brucher, der die Gruppe zusammenhält.
Das muss man auch erstmal schaffen. Sehr gut, ja. Und wir haben Rerion zu einem neuen Malkavianer-Charakter inspiriert. Sehr schön, ja. Finde ich gut. Ich muss mich ganz kurz verteidigen. Ich habe einfach nur keinen Bock auf scheiß Freunde. Also Boyfriend-Freunde, scheiß Partner. Davon habe ich genug und ich wünsche niemandem, dass er scheiß Partner hat. Und deswegen muss ich ein bisschen Beziehungsdoktor spielen. Ich freue mich ja schon, wenn du dann beim nächsten Mal rausfindest, dass Adam tatsächlich noch in der Stadt ist. Du hast jetzt gesehen, wie Sam und Andrew sich fetzen. Jetzt würde ich auch gerne bitte erleben, wie sich Angela und Adam in den Haaren haben. In dem Moment war ich auch richtig froh, dass Bruce aus dem Raum gegangen ist, weil es wäre so, oh, ja, den kenne ich. Ja. Aber da haben wir noch was für die folgenden Runden. Ja, und wir haben auch heute mal die Auftraggeber von Aisea kennengelernt, die Machtstruktur innerhalb seiner Organisation, die brutal und erbarmungslos mit ihm umgeht. Ja, und wir haben viel, viel zu tun in der Stadt ohne Namen und es freut mich. Mir macht die Runde unglaublich viel Spaß. Du hättest auf das Ortsschild gucken sollen. Isaiah, du hättest auf das Ortsschild gucken sollen, was da steht. Das ist ja das Problem. Ich bin im Ort, das Schild zeigt nach draußen. Aber eigentlich ist doch auch, wenn man rausfährt, ist doch dann so die Ortsschilde doch dann so durchgestrichen mit dem Namen. Ich glaube, das ist Köln. Ja. Ich glaube, das ist deutsche Konvention. Köln. Sorry. Bielefeld. Das ist der Bielefeld. Reveal am Ende gewesen, nicht verraten, dass es Köln ist. Ja. Cologne, bitte. Ja. Bielefeld. Das ist New Cologne in Texas. Ja. Ja, okay, also bevor wir uns jetzt hier noch weiter verquatschen, ich bedanke mich bei allen, die zugeschaut haben und so fleißig im Chat unterwegs waren. Immer sehr, sehr schön zwischendurch. Auch schön, dass Züdi da ist, denn dann kann die immer so spontan noch mal rein. Da ist jetzt noch ein Vogel, das ist immer ganz cool. Ja, sehr, sehr cool. Ich hätte ihn getroffen. Ja, und könnte man auch für die Zukunft machen, falls irgendeiner von euch irgendwie versucht, irgendwie Amanda zu erreichen oder so, oder irgendwie Informationen von ihr zu gelangen, dann, wenn sie zuguckt, kann sie dann ja direkt reagieren. Ist immer ganz cool, ja. Ich schaue trotzdem nochmal, oder Feramin, hast du gerade irgendwie offen, wer da ist und wer nicht? Ich sehe hier, die Mods sind alle da. Enigmon und Rerion, Apricot Dropfruit, Commander Root, Drex, Host Giveaway, irgend so ein Typ, Lucky, Positivity Bot, Percy Kane, der ja wohl sehr neu auf uns gestoßen ist. Ja, hallo. Shamasa, Sloko, Sturmkrähe, Yairobi und Zwidi. Ja, genau. An der Stelle nochmal Shoutout an Percy, der uns anscheinend irgendwie innerhalb von einer Woche durchgepinscht hat bis hierhin. Respekt. Auf jeden Fall. Ja. Du hast kein Leben, Junge. Doch vorlesungsfrei. Mach so weiter, mach so weiter. Oder alternativ, du hast ein ganz tolles Leben, weil du uns guckst. Ja. Oh, Entschuldigung, D-Rex, das war nicht böse gemeint. Was denn? Ach, D-Rex, ach ja, falsch ausgesprochen, ja. Das ist so, wie der Klüngel besteht aus 4 oder 5 Leuten. Wird nicht mehr passieren, wenn wir zusammenspielen. Ich sag noch mal ganz kurz, wenn ihr das auf YouTube später guckt, dann hinterlasst uns doch unten drunter mal einen Kommentar, wie ihr es fandet. Wie hättet ihr vielleicht anstelle des Dicken und John gehandelt, wenn ihr euch mit diesem verrückten Andrew rumschlagen müsst, der seine reinkarniertes, was hättet ihr vielleicht mit Andrew gemacht? Wollt ihr vielleicht? Was glaubt ihr, wie Dr. Angela mit Adam umgeht, wenn sie denn herausfindet, dass er wirklich noch in der Stadt ist? Direktköpfen. Ja. Also es gibt vieles, was ihr unten runterschreiben könnt, was uns auch tierisch inspiriert und interessiert. Und ich sag das jetzt schon mal, ich habe angefangen, Kommentare zu sammeln, die mir gut gefallen. Und es gibt jede Woche ja ab sofort einen Kommentar der Woche. Das heißt, wenn ihr kommentiert unter dem Video, dann könnt ihr vielleicht den Kommentar der Woche gewinnen. Der Gewinner kriegt ein Fleißbienchenkärtchen. Oh shit, ich habe gehört, die sind voll viel wert. Ja. Weil wir immer noch nicht wissen, wofür die eingelöst werden können. Ja, und Special One-Shots mit Quali.
Ja, vielleicht sollte ich den Koala-Baum-Server doch irgendwie schließen und dann nur jemand, der eine Fleißkärtchen hat, kommt rein oder so. Ja, hier oben ist übrigens noch die Adresse vom Nerdpol, falls ihr andere Runden, ganz tolle andere Stream-Runden noch schauen wollt. Fast jeden Tag gibt es einen Rollenspiel-Stream in Deutschland auf YouTube oder sonst irgendwelchen Streaming-Plattformen. Noch, bevor Artikel 13 irgendwann kommt. Und, ja, und ja, genießt das und schaut da mal drauf und guckt euch die anderen tollen Geschichten an, die da erzählt werden, denn da gibt es einige, die man empfehlen kann. Und ja, schaut auch auf den Nerdpool Discord, da hängen Feramin, Lilio, Kako und Raikuma zusammen mit mir manchmal rum und machen Unsinn und unterhalten uns immer ganz. Ja, genau, gibt es jetzt gleich auch eine After-Stream-Party, könnt ihr auch reingucken. Und ja, mehr will ich jetzt gar nicht sagen, weil wir haben es schon viertel vor. Den Segen der Nacht. Gute Nacht. Tschüss. Bis dann.